KinoCast. Bis zum letzten Ton gehört. Und ihr seid richtig bei dem KinoCast, den ihr schon immer kennt, eure Lieblings-Kino-Radio-Podcast-Sendung. Wir haben bloß ein neues Sounddesign, neues Intro und alles Mögliche. Vielen Dank an den Daniel Wermke, seinerseits Schauspieler, Moderator, Sprecher. Ihr könnt ihn auch anheuern, wenn ihr was wollt von ihm. Ich habe ihn mit verlinkt in dem Beitrag und ihr könnt euch überraschen lassen. Da kommen auch noch mehr so Trenner und sowas in der Sendung. Aber der KinoCast ist natürlich nichts ohne meine beiden Mitstreiter. Nämlich zum Beispiel die Kate ist mit in der Leitung. Hallo Kate. Hallo. Und der Chris. Hallo Chris. Hallihallo, Hallöchen. Schön, dass ihr beide auch wohlbehalten aus der Sommerpause zurückgekommen seid. Ja, wir sind ja jetzt hier richtig reingerauscht. Ja, wir haben ja schon mal letzte Woche mal eine Probeaufnahme gemacht, um zu sehen, ob das noch so geht hier. Ja. Und es ging nicht. Und wir haben viele, viele Filme für euch, liebe Hörer, mitgebracht, die wir gesehen haben. Kinofilme, Sneak Previews, Heimkinofilme. Alles Mögliche, lasst euch überraschen. Wir werden das ein bisschen so zusammenfassen, dass es nicht ganz so lang wird, die Sendung. Aber das sind wirklich richtig gute Filme dabei. Und die sind es auch wert, dass man da zwei, drei Worte drüber verliert. Den ersten Film würde ich gleich mal vorstellen. Denn das ist nämlich die Sneak Preview, die ich noch gesehen habe vor meinem Urlaub. Das war Atomic Blonde. Atomic Blonde, neuer Film von David Leitch, der ja zusammen mit seinem Kumpanen damals John Wick gedreht hat, den düsteren Actionfilm mit Keanu Reeves, der ja durchaus einige positiv überrascht hat, uns ja auch. Und als es dann darum ging, Teil 2 zu drehen, hat er aber das seinem Kumpanen überlassen und hat stattdessen Atomic Blonde gedreht, für das er schon alle Vorbereitungen getroffen hatte. In Atomic Blonde spielt Charlize Theron eine Agentin aus England, die nach Berlin geschickt wird. Und zwar zu einer Zeit damals Anfang der 90er, 1989, also nicht Anfang der 89, als damals alles so im Umbruch war. Das heißt, die Mauer, es gab Demonstrationen, die Mauer wurde langsam so durchlässiger und man, ja, keiner wusste so richtig, in welche Richtung das geht, in welche Richtung wird die DDR-Regierung da vielleicht reagieren. Und in diesem ganzen Kuddelmuddel, den es damals gab, soll sie ermitteln, warum ein MI6-Offizier ja, getötet wurde und wer dahinter steckt. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ach ja, genau, jetzt fällt es mir wieder ein. In unserer Probeaufnahme wusste ich nämlich nicht mehr, um welchen MacGuffins da ging. Aber es gibt eine Uhr und in dieser Uhr ist irgendwas Tolles versteckt, was keiner wissen darf. Irgendwie ein Plan für irgendwas. Oder? Jetzt weiß ich doch nicht mehr, für was es war, aber es war was in der Uhr. Waren das nicht irgendwie Namen von den Geheimagenten? Stimmt, genau. Die Klarnamen von den ganzen Agenten waren es. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Mhm. Und genau, da ja, sind sie alle hinterher. Till Schweiger spielt da den Uhrmacher. Und ja, wer spielt noch mit? John Goodman spielt zum Beispiel noch mit. Dann James McAvoy ist quasi so ihr Kontaktmann in West-Berlin, der ja, so ein bisschen Schmuggel betreibt und da immer mal in den Osten einreist und dort ein bisschen was vertickt und sich da auch ganz gut bewegen kann. Aber wer weiß, also sie muss natürlich, da gibt es vielleicht auch einige Doppelagenten oder sowas oder man weiß halt nicht. Ne? Das Ganze spielt, ja wie gesagt, 89 und der Soundtrack ist extrem geil. Ist zwar nicht alles so aus dem Jahre 89, sondern ja ein bisschen davor und teilweise auch ein bisschen danach, aber irgendwie sehr, sehr passend für dieses Berlin in dieser Zeit. Und wenn ich mich recht erinnere von unserer Probeaufnahme, uns hat es allen sehr gut gefallen, oder? Ja, ja, kann man durchaus so sagen. Atomic Blonde. Schön viel Action, schön viel Kampf, schön viel Miss Theron. Ja, runde Sache. Sehr viel Charlize Theron, ne? Wie sie in ihr Eisbad steigt und ja. Sie hat auch mitproduziert in dem Film, also sie hat sich da selber doch ein paar schöne Szenen irgendwie auch teilweise ziemlich freizügige Szenen geschrieben und sie ja, macht da auch
kein irgendwie, ja, egal ob Männlein oder Weiblein, sie findet da an allem Gefallen, um es mal so zu sagen. Ja. Und Kate, dir hat es auch gefallen, ne? Ja, actionreich. Nicht schlecht. Gute Story. Fand ich gut. Das Gute ist ja, mit unserer Probeaufnahme, jetzt können wir quasi aus der Pistole geschossen sagen, der Film basiert auf einem Comic. Chris, weißt du noch, wie der heißt? Du bist doch so. War doch irgendwas. Ja, ich habe ja in der Probeaufnahme den Comic rausgesucht, aber ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Weiß ich, irgendwas mit Crossing the Line oder irgend sowas? Moment, aber ich weiß es gleich sofort. The Coldest City. Crosscut. The Coldest City. Coldest City. Ja. Aber ich helfe ja gerne. Ja. Und wer mir auf Instagram, nee, Instagram weiß nicht, auf Kinocast, Facebook folgt, ich hatte im Urlaub entdeckt gehabt, also in Frankreich wurde unheimlich viel Werbung für diesen Film gemacht. Die Franzosen sind ja eh sehr Comic-verrückt, da ist ja Comic sowieso viel mehr in der Gesellschaft drin als jetzt hier in Deutschland. Da muss man ja extrem suchen, um mal einen Comicbuchladen zu finden. Und dort ist halt auch so, wenn ein Film auf einem Comic basiert, dann ist der per se schon ein ziemlicher Kinoerfolg. Und dort haben sie auch sehr viel Werbung für den Film gemacht. Atomic Blonde überall in Kaufhäusern und sonst wo. Da wurden teilweise Szenen gezeigt, wo ich gedacht hätte, ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier so in dem Carrefour einfach mal so gezeigt hätte, die Szenen. Ja, man weiß ja nicht, ob da irgendwie Kinder oder so. Also ziemlich gewaltvolle Szenen. Aber naja. Ah, cooler Film. Aber dadurch, dass der jetzt schon, ja, am 24. August ist der ja schon offiziell im Kino gestartet, läuft also schon ungefähr eine Woche. Und hatten viele von unseren Freunden aus anderen Sneak-Podcasts, die hatten den auch in ihre Sneak gehabt. Das heißt, der ist schon zur Genüge überall besprochen. Würde ich sagen, Wertung haben wir alle 8 Punkte gegeben. Springen wir dann einfach mal weiter zu dem nächsten Film, den ich nicht in der Sneak gesehen habe, aber meine geschätzten Mitstreiter hier. Wer möchte denn über Book of Henry reden? Das darf die Kate übernehmen. Juhu! The Book of Henry, worum geht's? Naomi Watts spielt eine. Was? Oh, warte mal, ich hab doch was. Ich hab was vergessen. Was? Warte, warte. Sneak Preview. Ich wollte vorher nichts sagen, weil ich habe es letztes Mal schon gehört und habe gedacht, oh, es wird rausgeflogen. Ja, das ist alles noch nicht perfekt. Los, jetzt geht. Also, nochmal von vorn. Naomi Watts spielt die alleinerziehende Mutter von 2 Kindern. Die Jungs heißen Peter und Henry. Peter ist der Jüngere und Harry, sein großer Bruder, ist verdammt clever. Der ist extrem clever. Also der könnte locker ein paar Klassen überspringen, aber weil er halt normaler Junge sein will, lässt er das. Auf jeden Fall ist Henry so clever, dass er dann eines Tages mitbekommt, dass im Nachbarhaus bei seiner Schulkameradin irgendwas vor sich geht, was nicht in Ordnung ist. Er geht dem Ganzen dann auch ein bisschen mehr nach und stellt Nachforschung an und findet auch raus, was dort vor sich geht. Dann wird Henry allerdings krank, er wird schwer krank und kann seiner Nachbarin nicht mehr helfen. Und beim Durchsehen der vom Büro, vom Kinderzimmer, also sie räumt halt auf, die Mutter, findet sie das Henrys Notizbuch. Und findet auch raus, was er denn da alles niedergeschrieben hat und rausgefunden hat, was da im Nachbarhaus vor sich geht. Und beschließt dann für ihren Sohn, das quasi aufzuklären und der Nachbarsmädchen zu helfen. Teilweise auf sehr harte Art und Weise, aber auch mit sehr viel Herz. Also der Film ist am Anfang fast schon ein Drama. Wieso fast schon, es ist ein Drama und wird dann zum Thriller. Und das hat den Film echt interessant gemacht. Die jungen Schauspieler, gerade die beiden Jungs, sind hervorragend, vor allem der kleinere von beiden. Super, also wirklich richtig, richtig gut gespielt. Naomi Watts spielt wieder eine super Frau, gar keine Frage. Tough Lady. Und Story an sich hat mir auch gut gefallen. Hätte für mich noch ein bisschen mehr Thriller sein können, also ein bisschen weniger Drama. Ich weiß nicht, wie hat es dir gefallen, Chris? Ja, zweigeteilter Film. Also wie gesagt, am Anfang dieses Familiendrama, hinten raus der Thriller. Beides an sich cool gemacht. Beides passt tatsächlich auch irgendwo zusammen und ergibt einen relativ spannenden Film.
wo man auch echt überlegen muss, wie könnte das ausgehen, wie könnte das weitergehen. Wird es wirklich so passieren, wie vorhergesehen? Und die Idee dahinter, also sehr durchdacht alles auch und hat mir sehr gut gefallen. Ganz einfach. Für wen ist das was? Also wer, welche, kannst du irgendwie sagen, wenn, wenn ja, du wer, diesen... Wer auf Thriller steht, auf gut durchdachte, der, okay, denke ich, ist hier gut aufgehoben. Klingt so ein bisschen wie das Fenster zum Hof oder ist das irgendwie mit Nachbarn und so oder... Ja, nicht ganz so. Also. Okay. Nee. Nee. Eher so, ja, das ist, wie gesagt, dadurch, dass es halt am Anfang ein Drama ist, weiß man gar nicht genau, wo der Film am Anfang hin will. Also man hat zwar Ahnungen und Vermutungen, aber wie er dann tatsächlich, welche Abbiegung er dann tatsächlich nimmt, das hatte ich nicht so hervorgesehen. Ja, also ich weiß nicht, ob der Chris das gesehen hat, dass das so passiert, aber ich hätte mit vielem gerechnet, aber damit nicht. Und das fand ich gut. Also er war nicht komplett vorhersehbar, der Film. Und ich weiß nicht, wer guckt sowas an? Also Kinder nicht. Ja, also kein Kinderfilm. Ja, es ist eher, ja, was für Thriller-Gucker. Ja. Also ein Kinderfilm ist es auf gar keinen Fall. Nee. Gottes Willen. Nein. Also wie gesagt, es ist durchdachtes Ding. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr beim letzten Mal noch was herausgearbeitet, der Regisseur des Films? Dafür gebe ich mal als Stichwort in die Runde. Jetzt kommst du nur mit den alten Sachen daher. Der Regisseur des Films hat noch ganz tolle andere Sachen gemacht. Nein, der macht was anderes. Nämlich zum Beispiel, wenn ich es richtig weiß, den neuen Star Wars Film und Jurassic World. Genau. Haha. Konnte mich doch hier nämlich dran erinnern. Und Jurassic World 2 macht er auch mit. Was? Also, okay. Ja, lese ich hier gerade. Meine Güte. Übrigens, Fun Fact. Der Henry in dem Film, der ist der gleiche Schauspieler wie der Hauptdarsteller im neuen Stephen King S. Mhm. Und jetzt, nachdem ich The Book of Henry gesehen habe und ich diesen Schauspieler sehr, sehr cool fand, überlege ich tatsächlich, ob ich S angucke. Wenn er dann im Streamingdienst kommt, bewaffnet mit einem, am besten mit einem Baseballschläger und bei helllichtem Tag. Dann könnte ich mir vorstellen, diesen Film anzugucken. Alle Gardinen auf, Licht rein. Ja, den Hund als Bewacher neben mich. Und Chris muss die, auch dabei sein. Die Virtual Reality Brille auf und den Film gucken. Chris, ich kann dir so ein Clownskostüm mal besorgen. Das Nein. Ist dann für abends. Aus. Nein. Hast du das zu Hause, ja? Am besten fährt dann. Bei dir sowas ja, rum? Warum nicht? Ne? Ab und zu verkleide ich mich mal so als Clown. Oder am besten wäre so ein komplettes wie bei Modern Family, der Fizbo. Ja, falls kommt, das als nächstes kennt. Kommt jetzt hier gleich Prisco Schneider ums Eck. Liebe Liebenden, hier haben wir ein Clownskostüm, Marke Erik. Book of Henry. Okay. Ja, beide Book of Henry. Beide 8 Punkte gegeben. Also genauso gut wie Atomic Blonde fandet ihr das? Interessant. Durchaus. Halt anders komplett gut. Anders, anders aber halt. Echt cool. Ja. Der nächste ist dann auf der Liste What Happened to Monday. Und da kann ich mich erinnern, den fand ich irgendwie sehr, sehr interessant. Den muss ich mir unbedingt vormerken. Erzählt mal, worum ging es da? What Happened to Monday übernehme ich jetzt einfach mal direkt, dass ich auch mal wieder was sagen darf. Wir sind in einer nicht allzu fernen Zukunft und es wird die Geburtenrate eingeführt. Sprich, man darf als Familie nur noch ein Kind haben. Und alles andere, was an Kindern kommt, wird direkt abgeholt und in ein Lager, nein, nicht in ein Lager gebracht, sondern in ein so ein Institut gebracht, wo die Kinder eingefroren werden sollen, bis die Überbevölkerung der Erde halt gelöst ist, bis das Problem gelöst ist. Und in diese Zeit wird wird halt nicht nur ein Kind geboren, sondern in einer Familie gibt es 7 Lingen. Und diese 7 Lingen werden gespielt von Nomi Rapace, die also alle 7 verkörpert und die haben die netten Namen Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday und Sunday, überraschenderweise. Kurz gesagt, die müssen sich verstecken. Es darf an jedem Tag immer nur einer raus. Jetzt, Erik, darfst du ganz kurz, weil du ihn ja nicht gesehen hast, aber uns verraten, wann glaubst du, darf denn Tuesday raus? An welchem Wochentag? Am Dienstag vielleicht. Ey, optimal, genau, sehr gut. Ich meine, das ist natürlich also, auch sehr
geschickt, dann die Kinder so zu nennen, dann weißt du ja genau, welches Kind raus darf. Ne? Wenn das irgendwie, genau. Die eine heißt Chantal und die andere heißt Jacqueline, da weißt du jetzt auch nicht mehr genau, wann durfte jetzt Jacqueline nochmal raus. Richtig, aber Gott sei Dank sehen die alle soweit gleich aus. Spielen dann insgesamt eine Rolle, und zwar Karen Sedman. Karen Sedman ist quasi die Mutter von ihnen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja. Und der Vater da davon, also der Großvater von den Siebenlingen, ist Willem Dafoe. Der spielt das ganz, ganz großartig. Ich mag Willem Dafoe sehr, weil das ist einfach ein cooler Typ. Und die große Gegenspielerin ist Glenn Close, also Nicolette Kamen ist die große Gegenspielerin. Und wie es halt so ist, die Schwestern gehen auch ganz normal arbeiten, werden ständig kontrolliert. Die müssen auch den anderen immer erzählen, was so passiert ist und was war an dem Tag, und haben auch deswegen so kleine Kameras. Und das funktioniert alles ganz wunderbar, bis an einem Abend Monday nicht mehr zurückkehrt. Und dann ist natürlich die Frage, was tun, was machen, was passiert. Und dementsprechend werden die Schwestern mehr und mehr leider dann wirklich irgendwie dezimiert, oder halt, man geht halt raus und guckt, was passiert. Und ja, und dann ist halt die große Frage, what happened to Monday? Tja, also ein Sci-Fi-Thriller. Thriller schon wieder. Mit 2 Stunden ein bisschen lang geraten manchmal, aber ansonsten auch cool durchdacht. Also auch wieder, für mich war es so eine Zukunftsaussicht oder einfach Sache, die, wo ich jetzt nicht sagen würde, ja, völlig, völlig weit hergeholt, sondern kann durchaus passieren. Also jetzt nicht 1:1 so, klar, aber einfach dieses mit der Geburtenrate zum Beispiel, kann zum Beispiel sein. Muss nicht sein, kann sein. Und deswegen, ich fand es erschreckend teilweise, ich fand es extrem cool gespielt. Also Nomi Rapace hat, die muss da wirklich 7 verschiedene Charaktere verkörpern, und die haben halt alle verschiedene Eigenschaften, verschiedene Stärken. Wenn sie in ihren eigenen 4 Wänden sind, haben sie auch andere Haarfarben teilweise, und das dann immer hinrichten und alles. Das ist schon ziemlich spannend, also wie dieses ganze Konstrukt da gemacht ist und wie das zusammengebaut wurde, ist sehr, sehr spannend. Und dass es halt irgendwann auffliegen muss, ist klar, weil sonst wäre es ein bisschen seltsam für den Film. Ach genau, jetzt ist mir gerade eingefallen, die Serie, die ich geguckt hatte, The Handmaid's Tale, sagt euch das was? Mhm. Mit diesen Frauen, die da irgendwelche Kinder gebären da in der Zukunft, weil die irgendwie keine Kinder kriegen können. Erinnert mich so von der Tonalität her sehr stark an das. Aber, gar nicht. Nee? Also so, ich habe ein bisschen was zu The Handmaid's Tale gelesen und auch ein bisschen was davon gesehen. Das ist komplett anders. Okay. Wir haben bei The Handmaid's Tale, das ist ja wirklich fast schon ländlich dargestellt. Ja, und so hier sind wir in einer Großstadt, wo sich 7 Frauen auf einem Stockwerk verstecken. Die gehen quasi raus und sind in einem Strom von Menschen. Also das ist komplett anders dargestellt. Und auch die ganze Weltanschauung ist anders. Okay. Ja, als wie bei The Handmaid's Tale. Also ich finde, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Klingt trotzdem sehr, sehr interessant. What happened Absolut. To Monday? Der läuft ja auch, das war der 1. Oktober anläuft, ne? Mhm, der, ja. Oh, da muss ich ja noch ein ganzes Stück warten, bis der dann mal irgendwie im Kino, weiß ich nicht, aber fürs Heimkino werde ich mir den mal vormerken. Der gefällt mir irgendwie von der Story her, vom Ansatz, und bin ich gespannt, ob er was für mich ist oder nicht. Ach, jetzt habe ich den Witz mit Didi, der Doppelgänger, nicht gebracht, den ich bei der Probe... Mensch. Okay, naja. Wie habt ihr den bewertet? Ich werfe mal hier einen Blick. 9 hat die Kate und Chris hat 7. Hm. Ich war bei 7, ja, weil er war teilweise ein bisschen lang, er war manchmal ein bisschen, aber trotzdem auch, wie gesagt, sehr durchdacht, sehr spannend, actionreich, also Action, Spannung, Sci-Fi, es war so ein buntes Potpourri an Filmen. Ich weiß noch, ich habe einen Punkt abgezogen, weil ich es unlogisch fand, dass eine Frau 7 Siblinge bekommt, weil das ist ja so unfassbar selten. Deswegen. 7 Siblinge. Ja. Ich habe in einem anderen Podcast gehört, die haben auch über den Film jetzt, also zwischenzeitlich, also letzte Woche irgendwie, hatte ich. Es gibt andere Podcasts zum Thema Kino. Und die hatten auch den Film irgendwie gehabt, What Happened to Monday. Und die haben irgendwie gesagt, dass das irgendwie durch Befruchtungsmedizin oder sowas, dass die deswegen so Mehrlinge kriegen da in dem Film. Die kriegen meistens Mehrlingsgeburten irgendwie in dem Film. Irgendwas muss da gewesen sein, dass die irgendeine Medizin kriegen, damit sie schwanger werden. Und dann kriegen sie auch meistens irgendwelche
Vielleicht haben wir nicht, am Anfang nicht genug, gut genug aufgepasst, das kann schon sein. Ich genau, war da, am Anfang nicht da. Also da, habt ihr noch die Tipps veröffentlicht, wahrscheinlich gerade auf Facebook. Ich bin wahrscheinlich erst gerade noch draußen gewesen. Also ich bin raus aus der Sache. Bitte die ganze Kritik bitte an Kate. Ich erinnere mich, dass der Film damit anfängt, dass Willem Dafoe vor der Glasscheibe steht und auf Kinder runterguckt. Und dann denkst du dir halt, ja gut, irgendeins davon wird irgendwie zu ihm gehören. Und dann heißt es, sind alle sieben von ihm, also seine Enkel, die da liegen. Und dann, also ich weiß nichts mehr von Spritze. Nee, nicht Spritze, irgendwelche Medizin, damit die schwanger werden. Und da gibt es meistens Mehrlings. Ah, egal. Werde ich dann im Oktober berichten, wenn ich ihn dann gesehen habe. So, der nächste Film aus unserem bunten Sneak-Potpourri, um das mal aufzugreifen hier, The Circle. Und den habt nicht nur ihr beide gesehen, sondern ich habe den auch nachgeholt, denn den gibt es schon bei Netflix in den USA. Und ja, da kann man das gucken, über Netflix, ganz normal. Wollt ihr da drüber, oder? Mach ruhig. Ich? Hast du doch gesehen? Ja, Moment mal, da muss ich mir erstmal die Seite nochmal auf. Auf jeden Fall, Emma Watson spielt mit, Tom Hanks spielt mit. Und das Ganze ist so ein Setting, ja, so eine erfundene Tech-Company, also so eine Mischung aus Apple und Google und was weiß ich nicht noch allem. Facebook ist auch ein bisschen mit drin. Und wir lernen Emma Watson kennen, die hat irgend so einen völlig schlecht bezahlten Job, führt dazu, dass sie ihr Vater, gespielt von Bill Paxton in seiner letzten Rolle, der hat Multiple Sklerose und die können sich auch die Krankenversicherung nicht leisten. Und so hat er halt so seine Probleme, die immer schlimmer werden. Also ihre Mutter hat da ganz schön zu tun mit ihm. Und sie bekommt dann, also Emma Watson bekommt dann eines Tages durch eine Freundin die Möglichkeit, zu einem Vorstellungsgespräch zu gehen bei so einer Tech-Company. Und das ganze Gebäude sieht schon aus wie das neue Apple-Headquarter. Und sie geht dann dorthin und das läuft relativ gut. Da sind so ein paar Fragen, wo sie relativ schnell antworten muss. Und sie kann dann wohl doch irgendwie den Interviewer dann überzeugen, dass sie die Richtige ist. Und sie bekommt dann einen Job im Customer Relationship Management, irgendwie so. Also muss quasi Kundenanfragen beantworten, wenn sich jemand beschwert oder sowas darauf. Oder wenn jemand eine Frage hat. Und da gibt es dann auch so ein Scoring. Das heißt, bekommt dann auch laufend angezeigt, wie gut sie ist. Sie muss auch von jedem Kunden so ein Feedback anfragen und muss halt sehen, dass er da ein gutes Feedback behält, eine gute Punktzahl. Und ja, ich springe jetzt mal ein kleines bisschen. Es kommt dann noch mit dazu, dass sie sich auch in dem Social Media innerhalb der Firma aktiver werden soll, damit sie auch bekannter wird, weil sie ja neu ist. Und das Ganze ist so eine Art, ja, so eine Riesengemeinschaft, so ziemlich fast so schon sektenartig zu bezeichnen. Und sie soll halt viel mehr dort drin teilen in dem Ganzen. Und dann gibt es so ein paar Events, will ich mal jetzt sagen, aber ich will es mal nicht genau, sondern kann man sich dann überraschen lassen, was da so passiert. Und was dann dazu führt, dass sie zum Beispiel auch so eine kleine Kamera trägt die ganze Zeit quasi am Revers, wo sie ihr ganzes Leben, 24 Stunden bis auf wenige Momente, wo sie auf Toilette ist, dann brauchst du nicht streamen, weil die Firma hat so eine neue Kamera erfunden, die da irgendwie ganz, ganz toll ist und die nimmt eben nicht nur die Bilder auf, sondern kann gleich auch die Daten analysieren. Das heißt, sieht dann gleich, wer die Person ist mit Facial Recognition und misst dann auch alle möglichen Daten und das wird alles in die Cloud gefüttert von der Firma. Und diese kleinen Kameras, die wollen sie halt überall auf der Welt verteilen oder haben sie schon sehr viele verteilt. Man sieht halt, das Unternehmen entwickelt sich immer mehr zu einer Datenkrake. Der Tom Hanks, der spielt aber so einen charismatischen Leader und der schafft es halt ganz gut, so wie Steve Jobs oder so mit seinen Keynotes, da die Leute von sich zu überzeugen und die Leute, die da im Publikum sitzen, die sind auch wirklich so, ja, genauso drauf, so fast schon sektenartig, dass sie einfach da alles machen, was er sagt. Und das ist aber natürlich alles nicht so wahnsinnig, ja, toll und das schreitet immer mehr ins Private rein, dass private Dinge geteilt werden sollen, die eigentlich doch lieber privat sein sollten. Es gibt dann einige Vorkommnisse, würde ich mal sagen, die sie dann zweifeln lassen. Und ja, James, heißt er James Bodega, der Typ aus Star Wars, der Boyega. John.
John, okay, alles John falsch. John sowohl Vorname als auch Nachname falsch. Wunderbar. Guter Start in die neue Season hier. Aber Star Wars war richtig. Hey, Finn heißt er dort. Habe ich nämlich jetzt was geguckt auf Sky Star Wars HD. Ja, das ist richtig. Er heißt Finn, aber wie heißt er ursprünglich? FN37827. Oh. Was? Die, die Zahlen hast du dir doch gerade ausgedacht. Nein, sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Es ist nämlich FN2187, aber nah dran. Aber ey, echt nah dran. Ja, aber, ich sag ja, nah dran. Aber gut, also der Finn spielt, oder Tai heißt er hier, der spielt den eigentlichen Gründer dieser Firma und dem gefällt das schon lange nicht mehr so, in welche Richtung sich das entwickelt hat und der sucht dann auch Kontakt mit ihr, weil sie eben in diesem inneren Circle gelandet ist und ja, man kann sich dann schon ein bisschen denken, in welche Richtung das gehen könnte. Und ja, Kate, wie fandest du das? Du hast ihn ja gesehen. Ich fand ihn super. Ich fand ihn gut. Mir hat er gefallen. Mir hat er nicht nur gefallen, weil Emma Watson mitspielt, sondern das ist, die meisten sagen, der gefällt dir doch nur wegen Emma Watson. Nein, der hat mir im Allgemeinen gut gefallen. Ich hätte sogar jetzt auch Lust, das Buch zu lesen, weil ich gehört habe, das Buch ist besser wie der Film. Aber wobei das ja auch eigentlich meistens so ist, wenn wir mal ehrlich sind. Aber ich fand den echt cool. Ich fand den auf eine Art erschreckend und gleichzeitig faszinierend. Weil wir sind nicht weit weg davon, was der Circle darstellt oder die Firma der Circle darstellt. Also wir sind nicht weit weg. Und der Grundgedanke war ja an sich auch nicht unbedingt das Problem, sondern das Weitergesponnene von den Chefs ist das Problem gewesen in dem Film. Beziehungsweise sie hat ja einige Themen nach vorne getrieben, wie zum Beispiel das eben mit dieser Überwachung oder dass sie dann, weil ja jeder so einen Account hat, der ja verifiziert ist, was schon ein bisschen nach Google Plus klingt und dass quasi, dass man damit wählen kann, dann auch, dass man quasi eine Wahlberechtigung, oder dass, und dann auch andere Länder auch. Generell, dass dieses das Circle ist quasi eigentlich eine Mischung aus Google, Amazon und Apple, finde ich. Oh, das Facebook. Ist so eine Mischung, und Facebook. So eine Mischung aus diesen ganzen Großkonzernen, was entsteht, wenn die sich alle zu einer Firma zusammenschließen könnten, würden. Ja, ich fand es ein bisschen zu sehr so, zu einseitig irgendwie so ein bisschen. Und ja, gerade auch das Ende hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, da weiß ich nicht. Da hätte am Ende hätte man sich einen größeren Knall gewünscht. Weiß nicht, aber zumindest die ganze Zeit, ich will jetzt nicht das Ende spoilern, aber die ganze Zeit kritisiert der Film, dann hätte ich eigentlich ein anderes Ende erwartet. Also es wird ja die ganze Zeit... Ich hätte auch nicht gedacht, dass alles in die Luft fliegt und alle sterben. Hier fliegt gleich alles in die Luft. Genau, und Emma Watson, ich fand die Exposition fand ich unheimlich schwach irgendwie. Wir sehen sie ganz kurz irgendwie, wie sie da in dieser anderen Firma ist und in einem Cubicle hockt und dann kriegt sie da das Forschungsgespräch und irgendwie dadurch, dass sie sich auch relativ schnell da so vereinnahmen lässt, mir ist sie die ganze Zeit nicht so richtig sympathisch geworden. Sie ist nachher relativ schnell, sie hat sich relativ schnell vereinnahmen lassen von diesem ganzen Thema und hat selber Vorschläge gebracht, wo man dachte, es wäre besser gewesen, irgendwie, sie wäre anders, sie hätte eine andere Vorstellung bekommen, dass sie einem sympathischer wird. Und vielleicht war es der Sinn, dass du sie nicht sympathisch findest. Kann natürlich auch sein, aber dann verstehe ich wiederum einige Wandlungen im Film nicht. Die ja eindeutig... Chris, warum lachst du jetzt so komisch? Ich habe, nein, es weil ich was anderem. Gerade nach Worten gerungen habe hier. Okay. Nein, ich habe gerade was anderes gelesen. Das, machst du etwa andere Dinge nebenher? Das hat auch, also zum Beispiel in UK ist der auch gleich direkt bei Netflix erschienen. In den USA ist der wahnsinnig gefloppt. Da war der im Kino, ist aber sehr, sehr gefloppt. Und für das Starpotenzial, was er hat mit Emma Watson, Tom Hanks und weiß nicht, da hätte man schon mehr machen können. Was ich aber richtig geil fand, war den ganzen Style des Films. War halt komplett durchgestylt, alles. Und Kameraeinstellungen, die Effekte, wenn dann so Nachrichten kommen und wie das so gemacht ist und so. Das war echt super.
Und auch diese ganze Technik, die da so gezeigt wurde, fand ich richtig gut. Also es war vom einen hohen Anschauungswert, hat er auf jeden Fall gehabt, der Film. Aber ja, so richtig, ja, ich weiß nicht, wenn man so Mr. Robot guckt oder irgendwelche anderen Filme, da ist wesentlich mehr auf den Punkt und kritischer als... Ich will jetzt nicht Mr. Robot mit The Circle vergleichen. Ja, es geht auch das sind ja Äpfel und Birnen. Um Technologie und den Umgang damit. Ansonsten war The Circle teilweise ein bisschen wie so Black Mirror-mäßig, deswegen wundert mich das nicht, dass es relativ schnell bei Netflix auch gelandet ist. Gab es ja auch mal die eine Episode, wo der irgendwie im Auge war das, glaube ich, drin, so Sachen filmen konnte, hat alles quasi mitgefilmt, sein ganzes Leben. Vielleicht kannst du dich erinnern, ne? Mhm. Übrigens bei Black Mirror wurde jetzt vor kurzem angekündigt, dass die neue Staffel kommt. Ja. Irgendwann schon. Freue ich mich sehr. Datum noch nicht bekannt. Ja. Kann nur gut werden, ja. Ja, The Circle, also von mir, weiß nicht, 6 von 10. 9. Chris hat 80 hier. Dann hat's ja, ich habe 8. Doch etwas mehr gefallen, ja. Dann sind wir eigentlich soweit mit den Sneak-Filmen fast durch. Denn wir waren ja vergangenen Montag auch in der Sneak. Und jetzt kommt der brandneue Film. Da kann man eigentlich nochmal hier den Jingle einspielen. Warte mal, jetzt habe ich den doch hier. Sneak-Preview. Da hatten wir den Film Logan Lucky in der Sneak-Preview. Und falls jetzt, liebe Hörer, falls ihr sagt, was bitte, Logan Lucky, dann geht es euch genauso, wie es mir ging. Ich weiß nicht, ob die anderen beiden da schon mal was davon gehört hatten, ich nicht. Ja. Ja, echt? Okay. Ja. Cool. Ich beschäftige mich aber zu mit Kino. Ach so. Ja, ich gucke lieber ein bisschen Eishockey. Das ist okay. Der neue Film von Steven Soderbergh. Das stand erst am Schluss da, aber ich habe die ganze Zeit während des Films habe ich so gedacht, Mensch, so die Einstellung sieht so ein bisschen sehr aus wie Oceans und so. Und tatsächlich, Steven Soderbergh, Hauptrolle Channing Tatum und das Duo Channing Tatum, Steven Soderbergh hat ja schon den Erfolgsfilm Magic Mike gemacht. Adam Driver spielt auch noch mit. Da haben wir das Star Wars Karussell wieder in Gang gesetzt. Der ja, wie ist der da eigentlich? War ja nicht Darth Vader, aber der Typ mit der Maske in dem neuen Film halt, ne? Wie heißt denn der? Ja, Typ mit der Maske im neuen Film. Kylo Ren? Kylo Ren, genau. Meine Güte! Hast du den Film erst gesehen? Das stimmt. Aber ich habe so weit habe ich gar nicht geguckt, da den neuen Film. Ja, weil sobald wie die da auf dem Planeten sind, ja, wird es ein bisschen langweilig. Vorher ist es sehr lustig und so. Ja, also Adam Driver spielt noch mit und die beiden, Channing Tatum und Adam Driver, sind Brüder. Adam Driver hat eine Bar, so Barkeeper, und hat einen Arm verloren, hat stattdessen so eine Plastikhand. In bester Star Wars Manier, ne? Ah ja, na eben. Da, jetzt verstehe ich die Referenz. Aber da war es ja nur die Hand von, ne? Bei Star Wars. Ja. Aber hier ist ja gleich der ganze Unterarm. Und Channing Tatum wollte mal eine Football-Karriere starten und hatte sich dann aber irgendwie am Knie verletzt, sodass er irgendwie so ein bisschen humpelt. Und das führt dazu, dass er von seinem Chef gekündigt bekommt. Also die graben so Tunnel, so eine Tunnelbaufirma. Und die müssen da unter einem Indianapolis Speedway, nicht Indianapolis, unter einem NASCAR Speedway müssen die so einen Tunnel graben, weil sich der immer ein bisschen absenkt und müssen quasi von unten so den irgendwie abstützen. Und ja, er kommt dann, oder eines Tages gräbt er mal irgendwie ein bisschen falsch und kommt dann in dieses Rohrpostsystem, wo die ihre Geldkassetten transportieren von den Kassen zum Safe, und er sieht das halt und kommt dann auf die Idee, weil die alle auch so ein bisschen, ja, leichte kriminelle Vorgeschichte haben in der Familie. Genau. Da kommt er dann auf die Idee, Mensch, könnten wir doch mal was draus machen. Und ist es die Schwester gewesen, die Frau? Ja, ja, ne? War die Schwester, ne? Also die ist da auch noch mit, und
er hat auch eine Tochter, Channing Tatum hat eine Tochter und die lebt bei der Mutter noch irgendwie und die hat einen ganz komischen Typen da als neuen Mann, wie es halt immer so ist, ne? Und ja. Die weißt du, wer die Frau spielt? Ich habe überlegt, ob das die Kate ist, hier die Katie. Katie Holmes, ja. War das Katie Holmes? Ganz schön alt geworden. Selbstverständlich. Ich war mal so verknallt in die, bei Dawson's Creek damals, aber jetzt. Ja. I don't wanna wait. Joey Potter. Ich möchte erwähnen, dass sie Potter hieß, ja? Joey Potter. Harry Potter. Joey. Oh, voll Joey. Das Crossover hier, hey. Ja. Mensch. Ja, wenn man also Kylo Ren, Harry Potter, gespielt von Katie Holmes und. Kylo Potter Holmes. Und Magic Mike. John Holmes? Hat jemand John Holmes gesagt? Räumen eine Bank aus. Ach du Gott. Ja. Und ja, sie brauchen dann noch für ihren Bruch brauchen sie noch einen Safeknacker. Dumm ist nur, dass dieser Safeknacker, den sie brauchen, dass der im Knast sitzt. Und ja, den müssen sie irgendwie da rausholen. Und zwar haben sie da die Idee, dass sie ihn so rausholen, dass es eigentlich keiner merkt, dass er verschwunden ist. Und dieser Safeknacker wird übrigens gespielt von Daniel Craig mit blond gefärbten Haaren und ziemlich losem Mundwerk, muss man sozusagen. Und der heißt übrigens Joe Bang. Und dieser irrwitzige Plan scheint sogar irgendwie zu funktionieren, also den dort rauszuholen aus dem Knast, um ihn dann rechtzeitig wieder in den Knast zu bringen, damit er ein sicheres Alibi hat und alles da durchzuziehen, aber da passiert natürlich noch einiges, was da irgendwie schief geht. Es klingt halt fürchterlich, also ja. wenn du es jetzt so erzählst, es klingt halt wirklich total abgefahren und fürchterlich und so ist es auch. Ja. Also man denkt sich nur so, oh Gott, was sind das für ein paar Bauertrampel, die da unterwegs sind. Die wirken richtig? Auch nicht so helle, die beiden, ne? Also die. Ja, ja eben. Die wirken ganz fürchterlich so, oh Gott, was für. Aber die wirken extrem intelligent gegenüber den anderen beiden Kumpanen, die der Knast, der Knast, die da. Ja, diese die zwei Brüder von. Da. Herrlich. Dagegen sind die beiden echt helle, die laufen, Brüder. Jedenfalls wollen die dann diesen Bruch machen. Und zwar. Klappt das dann alles nicht ganz so, sondern sie wollten eigentlich dann, wenn dieser Speedway nicht im Betrieb ist, das machen, um da in Ruhe vorgehen zu können. Und dann kommt auch ein bisschen Druck in den Kessel, weil die Baustelle ausnahmsweise mal eher geschlossen werden sollte oder beendet sein sollte. Also was im Baugewerbe, wer sich ja ein bisschen auskennt, das ist ja wie ein Fünfer im Lotto, Sechser im Lotto, dass da mal eine Baustelle vor dem Termin wirklich fertig ist. Und das scheint aber nun wirklich einzutreffen, damit hatte keiner gerechnet. Und da müssen sie etwas schneller handeln, was dann dazu führt, dass sie an einem ganz normalen Rennwochenende, wo auch so ein ganz besonderes Wochenende ist, da müssen sie dann halt diesen Bruch machen. Und da passieren so viele absurde Sachen. Und es ist einfach herrlich, herrlich anzusehen. Es ist wahnsinnig gut gedreht hier mal wieder. Und es ist nicht so perfekt und gestylt und gelackt wie Oceans, was sich irgendwie dann, also Teil 1 war ja noch irgendwie cool, aber die weiteren Teile und je weiter das ging, wurde es ja immer langweiliger oder so, weil es ja irgendwie alles klar war. Aber hier ist einfach alles dreckig, es sind irgendwelche White Trash-Personen, die da irgendwie involviert sind und die versuchen halt da irgendwie ans große Geld zu kommen und jeder gefühlt will hier jeder jeden übers Ohr hauen. Das ist alles so eine brenzliche Situation. Und dann werden noch Leute kurzfristig mit reingenommen, die man überhaupt nicht kennt und zu denen man überhaupt kein Vertrauen hat. Und herrlich. Also wunderbares Ding. Bester Bruchfilm seit der Olsenbande, würde ich mal sagen, für mich. da gebe ich mal 8 Punkte hier bei dem. Ihr habt vorhin immer 8 Punkte. Ja, die hat aber auch verdient. Also Logan Lucky hat 8 Punkte mehr als nur verdient. Allein für die schöne Wendung am Ende, sagen wir es doch mal noch so, ist einfach großartig. Also ich habe ihn ziemlich gefeiert. Der Film hat Action, der hat Witz, der hat auch wieder ein sehr, sehr durchdachtes Drehbuch. Ist ein sehr, sehr, sehr durchdachter Film mit vielen What-the-fuck-Momenten. Einfach nur, ich darf erinnern an die beiden nicht so hellen Leutchen mit, wo sie diese Bombe mixen mit. Erstens tu 1 in 2, dann tu 2 in 3, tu 3 in 4,
Viertens Lauf. Hä? solche Sachen. Das waren, es sind ein paar Sachen hängen geblieben. Und das war ja übrigens, das war ja quasi das Hacking, was sie gemacht haben, ne? Also das Computer-Hacking. Ja, genau. Genau, das war das Computer-Hacking, genau. Oder einfach auch so, ja, hier, wir basteln uns eine Bombe mit Gummibärchen und was noch. Also ja, irgendwelches Bleichmittel oder irgend sowas. Ne? Ja, genau. Das Bleich, Haarbleichmittel und Gummibärchen, ne, wie ich dachte. Nee, noch irgendwelches natriumarmes Salz war es doch noch, ne? Ja, genau. Und die Eier aus dem Automat nicht zu vergessen. Ach ja. Das war eklig. Also das war mit das Widerlichste seit langem. Fertig geschälte Eier in Doppelpack aus dem Automaten. Die können doch nur schlecht sein. Also, ja, die waren ganz großartig. Sowas hätte ich ja eher was von Japan erwartet, sowas, dass es da sowas aus dem Automaten gibt, aber hier. Das war, also sagen wir es so, es wirkte auf mich am Anfang wirklich wie so ein Hillbilly Blödsinn-Komödie so ein bisschen, wo man nicht so weiß, oh, okay, was genau soll das, aber es entwickelt sich ein so cooler Streifen daraus, weil der den Zuschauer meiner Meinung nach von vornherein aufs Glatteis führt und das finde ich großartig, sowas mag ich und ich finde, die Schauspieler durch die Bank weg fand ich super, wirklich, wirklich super, also Channing Tatum mag ich eh, weil der hat der hat keine Angst davor, sich selbst zu verarschen und das mag ich sowas und Daniel Craig fand ich, ich hätte mich beäumeln können vor Lachen, als ich den gesehen habe. Von dem her, großartiger Film. Herrlich. Ja, genau, also das ist auch das Schöne, genau, an Dings hier. Na, wie ist der gerade, den du gerade gesagt hast hier? Der Magic Daniel Mike. Craig? Nee, der Magic Mike hier. Channing Tatum. Channing Tatum, genau. Dass der sich selber auch so ein bisschen nicht ernst nimmt. Es ist ungefähr dasselbe wie Dwayne The Rock Johnson oder so, deswegen. Ja. Und das ist der große Unterschied zu Vin Diesel, der nimmt sich selber unheimlich ernst. Ja, wobei halt Channing Tatum hat halt mehr Mimik wie Vin Diesel, der halt immer guckt wie ein Kühlschrank. Aber das ist ja egal. Aber ja, cooler Film. Wie gesagt, und einfach auch dieses Darstellen von diesem, man denkt wirklich, oh Gott, was für ein dummes Landei und was bitte plant der, aber hallo. Und das einfach ganz großartig. Ach ja, jetzt sehe ich gerade, Hilary Swank spielt ja auch noch mit, stimmt ja. Ja. Aha, stimmt. Ich bin nämlich nicht auf den Namen gekommen. Bitte? Und Seth MacFarlane. Ah, Seth MacFarlane, genau. Den habe ich schwer erkannt. Ich dachte, das ist das nicht oder so. Weil es stand ja auch am Anfang irgendwie keine, stand da überhaupt ein Titel da? Nee, ne? Ich habe dich gefragt oder irgendwie, wie der Film eigentlich heißt. Da stand weder ein Titel noch, welche Schauspieler alle mitspielen. Also kein Anfang wirklich. Also liebe Sneak-Hörer, wenn ihr in eure Sneak-Preview geht und da kommt ein Film, der irgendwie nach White Trash machen irgendwie einen großen Coup aussieht und es kommt kein Titel, dann könnte das der Film sein, Logan Lucky. Und wenn ihr jetzt uns gehört habt, dann wisst ihr ja, okay, es erwartet euch nicht der schlechteste Film. Kate, was hast du für den Film? Auch 8. Dann tragen wir hier dir mal eine 8 ein. Achso, hast du selber schon, okay. Ja, nur groß. Und du kannst auch gleich mal weitermachen, nämlich mit den Tipps für die nächste Sneak Preview. Da haben wir keinen Jingle, weil die so gewartet haben. Ja, ich habe jetzt hier schön auf den Jingle gewartet. Es gibt keinen Jingle und jetzt liest Kate die Tipps für die Sneak. Ich kann nur. Ich bin, ja, ist okay. Der Chris liest jetzt den Sneak-Tipp vor und ist okay. Was bei Facebook getippt wurde. Ich meine, der Moderator der Sneak der Innenstadt Kinos ist heute hier im Podcast, aber er darf seinen Tipp nicht vor. Lies mal deinen Tipp vor, Chris. Nö, ist okay. Ist ja nicht mein Podcast. Der Tipp für die nächste Sneak lautet: Und was machst du so? Geschäfte. Oh, der Martin hat Logan Lucky getippt. Ja, ich habe ihn dann aufgeklärt, dass der schon kam. Aber es wurden noch zwei andere Tipps abgegeben. Und zwar Barry Seal Only in America. Wenn ich das richtig sehe, ist das mit Tom Cruise, den ich nicht mag. Ich habe da den Trailer schon gesehen, der ist ganz großartig, wenn ich das mal kurz einwerfen darf. Also der Trailer sieht richtig, richtig großartig aus. Der lief sogar im Fernsehen jetzt irgendwie, der Trailer. Fand ich auch gut. Da geht es um einen Piloten, einen richtig, richtig guten Piloten und bei dem wird festgestellt, oder die sagen zu dem, hey, es kann nicht sein, dass du immer nur Busse fliegst, mach doch mal hier so ein bisschen krumme Dinger und der wird dann so ein bisschen drogenkuriermäßig und das geht total ab. Es geht megamäßig ab und ist wohl eine wahre Geschichte. Okay. Es gibt noch einen zweiten Tipp und das ist der gleiche Tipp wie letzte Woche. Killer's Bodyguard.
Ja, ich glaube, was anderes wäre mir auch nicht eingefallen. Als ich die beiden Tipps gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das wären so die zwei, die ich auch gedacht hätte. Und da wollte ich jetzt nicht noch irgendwas anderes Komisches tippen. Ja, okay. Dann hoffe ich mal, dass einer von denen kommt, weil ich glaube, die würde ich alle beide gern sehen. Ja. Ja. Ich mag Tom Cruise. Ja, aber abgesehen davon war, also. Kann ja auch sein. Guck dir mal den Trailer an, das könnte sich schon lohnen. So, dann war ich ja noch im Kino im Urlaub. Und zwar in Frankreich habe ich mir Valerian angeschaut, den Film. Da fahren ja die Franzosen total drauf ab. Das ist ja auch so ein basierend auf einer Comicbuchreihe oder zumindest Buch. Also waren überall in allen möglichen Geschäften lagen diese Valerian Comics rum und ich habe da ein bisschen drin geblättert und dachte, oh, das sieht ja eigentlich ganz cool aus. So, und dachte mir, ja, da gibt es dort so ein Kino, das wird quasi fast dauerhaft bespielt. Also irgendwie kannst du da gefühlt hingehen, wann du willst. Das ist wie bei Sky und Sky Plus 1 und Sky Plus irgendwas. Also irgendwie startet der Film quasi fast immer dort. Also das ist ein Riesending. Und da lief der Film französisch mit englischen Untertiteln. Da habe ich gedacht, okay, das kann man machen. Und habe mir den angeschaut. Die Regie hat geführt Luc Besson, der ja das fünfte Element auch schon mal so ein Science-Fiction-Fantasy-Spaß-Epos, Fantasy-Spaß-Film geliefert hat, damals mit Bruce Willis. Sehr bunt und farbenfroh und mit coolen Effekten und Ideen. Und hier spielt Dane DeHaan die männliche Hauptrolle und Cara Delevingne die weibliche Hauptrolle. Und Dane DeHaan ist Valerian oder Valerian, wie sie immer gesagt haben. und der ist so ein Spezialagent und seine Partnerin, die Cara Delevingne, heißt Laureline im Film und ist seine Kollegin. Aber sie ist noch nicht so lange dabei wie er, also er ist so der alte Hase und sie ist so neu, aber die sind irgendwie gefühlt irgendwie gleich alt und da will ich mal sagen, da schwelt auch so ein bisschen, so ein bisschen Erotik zwischen den beiden, ne? Muss man sozusagen. Und er lässt auch nichts aus, an ihr zu graben. Und das Ganze sorgt für einige lustige Momente. Und die kennen sich auch schon sehr lange. Also es führt dann schon dazu, dass er ihr ständig irgendwie einen Heiratsantrag macht und so. Jedenfalls haben die... Ach, jetzt habe ich wieder falsch angefangen. Ich muss eigentlich mit dem Prolog anfangen, damit der Film sich irgendwie ergibt. Der Prolog ist so, wir sehen eine Welt und da leben solche Leute wie bei Avatar, so komische Personen und die haben solche komischen kleinen Viecher und wenn sie da eine Perle zu fressen geben, dann kackt das Vieh ganz, ganz viele bunte Perlen und das sind irgendwie so ganz, ganz wichtige Perlen im Universum und diese Viecher, diese Transmutatoren heißen die, die können eben solche Gegenstände kopieren und diese Perlen sind halt für dieses Volk sehr, sehr wichtig. Und dann sehen wir, dass auf einmal lauter Raumschifftrümmer da auf diesem Planeten fliegen und alles kaputt machen und ein paar schaffen es aber von dort zu fliehen. Das ist so der Prolog. Und in dem zweiten Prolog, den es gibt, sehen wir, wie die internationale Space Station, da sind ja momentan, glaube ich, Deutsche sind drauf, Amerikaner, Russen und ich glaube ein paar Chinesen sind die auch schon, weiß nicht. Jedenfalls können da ja so Raumschiffe andocken und diese Raumstation wird nach und nach immer größer. Das heißt, es docken hier quasi, die Menschheit hat sich irgendwie auf der Erde vereint und das führt dann dazu, dass auch auf der Raumstation oben alle möglichen Nationalitäten nach und nach andocken. Die wird immer größer und immer größer und irgendwann docken eben auch außerirdische Spezies dort an mit ihren Raumschiffen und werden auch freundlich begrüßt und das führt dazu, dass diese Raumstation so riesig wird, dass sie mit ihrer eigenen Gravitationskraft wahrscheinlich die Erde beeinflussen würde und da kommt man auf die Idee, eben dieses schon fast planetenartige Gebilde bestehend aus ganz, ganz vielen kleinen Raumschiffen, die so zusammengedockt sind, dass man die quasi auf die Reise selbst schickt in die Galaxien. Und so ist eben diese Stadt der 1000 Planeten ist eben auf dem Weg durchs Weltall. Und auf diesem kommen dann eben unsere beiden Geheimagenten und haben diesen sichergestellten Transmutator, den sie irgendwo bei einem Einsatz geholt haben. Und dahinter sind aber einige hinter diesem Ding, weil damit kann man nicht nur gute Sachen machen, sondern auch böse Sachen. Und Clive Owen spielt den Kommandanten dieser Raumstation und
er hat festgestellt, dass eben auf dieser Stadt der 1000 Planeten, dass da irgendwas nicht stimmt. Da gibt es eine Stelle, die lässt sich irgendwie nicht mehr überwachen und die ist völlig abgeschottet und da haben sich wohl irgendwelche niedergelassen, die da nicht sein sollen. Und ja, dann kommt da langsam Drive in die Sache. Das Ganze ist wirklich wie, also wem Luc Besson hier, der andere Film, gefallen hatte, der kann hier auch durchaus mal einen Blick riskieren. Es ist sehr, sehr spaßig, sehr actionreich, sehr fantasiereich, unglaublich fantasiereich. Also da ist auch fast in jeder, nahezu in jeder Szene fast, ist irgendwie was, irgendwelche außerirdischen Wesen oder irgendwelche coolen Gadgets oder irgendwas drin. Also es ist wirklich ein ziemlicher, ja, riesengroßer Science-Fiction-Spaß, wenn man es so sehen möchte. Ist allerdings bei weitem nicht perfekter Film. Also der Spannungsbogen lässt durchaus ein bisschen zu wünschen übrig und das Drehbuch ist auch nicht perfekt. Und ich habe in diesem Comics ja ein bisschen geblättert gehabt. Da gab es irgendwie richtig coole Geschichten, aber vielleicht kommt ja hier noch ein weiterer Teil, wobei ich das fast ein bisschen bezweifeln möchte, denn das war einer der, oder ist glaube ich jetzt momentan der teuerste Film, der in Frankreich produziert worden ist und ich weiß nicht, ob der, ich habe jetzt gerade den Box Office Mojo jetzt nicht vor mir, kann ich ja parallel mal aufrufen, weiß ich jetzt nicht, ob da vielleicht noch ein weiterer Teil dann kommen würde. So fürs Heimkino kann man das durchaus mal gucken, wer so ein bisschen Science-Fiction-Filme mag und dieses kann das mal gucken. Ist das was für euch? Ist das, habe ich euch da Lust gemacht? Ja, ich muss ehrlich sagen, also mich würde es schon interessieren, aber wie du sagst, Heimkino, glaube ich, reicht vollkommen aus. Ja, ich gucke gerade mal. Also er hat eingespielt worldwide bis jetzt 172 Millionen Dollar und wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, hat er irgendwie so auch 180 Millionen Euro oder sowas oder 160 Millionen Euro irgendwas gekostet. Das war schon ganz schön teuer. Was ich persönlich finde, Dane DeHaan und die weibliche Hauptrolle, der Namen ich gerade vergessen habe. Cara Delevingne, Gedanke. Ich habe es ja irgendwie mit Namen, ich weiß nicht. Die Chemie, passiert mir auch immer John, kein Problem. Die Chemie passt nicht so hundertprozentig. Ich glaube, wenn das zwei gewesen wären, die so richtig cool, so wie, weiß nicht, Guardians of the Galaxy oder sowas, ja, das passt halt einfach so. Das passt wie die Faust aufs Auge. Und hier, ich weiß nicht, der gräbt die ganze Zeit an ihr rum und irgendwie, ja, ich weiß nicht, das, okay, ich will genug dazu. Bin gespannt, vielleicht hat es jemand von den geschätzten Hörern gesehen und kann vielleicht was dazu schreiben. Ich möchte auch nicht sagen, dass ich so alles hundertprozentig verstanden habe. Französisch ist nicht so perfekt, aber kann man schon mal gucken. Wer macht bei euch weiter? Chris. Yay. Ich habe mir Planet der Affen Survival angeschaut. Und es ist jetzt quasi der Abschluss dieser Trilogie, der Planet der Affen Trilogie, die ja quasi vor den Planet der Affen Klassikspielfilmchen spielen. Muss man noch sagen, worum es geht? Also Affen. Affen, die ja, es geht einfach um die Affen, die halt über diesen Virus und blablabla, die ganzen Affen, die sich da weiterentwickelt haben und halt auch sprechen können und halt auch cleverer sind und. Und es geht jetzt quasi der Kampf um die Erde los zwischen Affen und Menschen, wobei die Affen immer noch angeführt von Caesar eigentlich nur ihre Ruhe haben möchten oder halt hauptsächlich ihre Ruhe haben möchten, wenn da nicht natürlich ein Böser wäre, gespielt von Woody Harrelson, ein General oder was weiß ich, was hier heißt. Colonel. Ja, einfach nur Colonel. Der Colonel. Und der möchte um jeden Preis Caesar tot sehen. Und wir erinnern uns auch noch an den großen Gegenspieler von Caesar bei den Affen, also Koba, der andere Affe. Und der ist ja im letzten Teil gestorben. Er spielt trotzdem immer noch eine kleine Rolle da drin auch. Also er wird immer wieder als das Musterbeispiel für die bösere Seite der Affen gesehen. Und ja, also Caesar, wie gesagt, möchte eigentlich nur seine Ruhe haben. Der Colonel lauert die jetzt dann auf, überfällt dann auch mit seinen Männern die zurückgelegene Waldecke, wo Caesar mit den Affen lebt. Und dabei werden eben auch enge Familienmitglieder von Caesar getötet, um genau zu sein. Sein Sohn, der jetzt erst von einer Mission zurückkam, und seine Frau. Und deswegen
sind Caesar natürlich auf Rache. Er lernt dann ein bisschen so auf seinem Weg dorthin, also er schickt sein Rudel quasi weiter, aber geht selber dahin. Seine treuesten Begleiter halten natürlich zu ihm. Es gibt dann einen neuen Affen, der mir relativ tierisch auf den Keks ging, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen. Das ist so eine Mischung aus Dobby von Harry Potter und ein bisschen hat er was von Gollum und ein bisschen was von Jar Jar Binks und also ich fand nervigen Sidekicks also. Ja, ich fand ihn einen ziemlich bisschen nervigen Sidekick, ja. Es ist ganz nett, nice to have, er bringt auch ein bisschen was zu lachen rein, aber es ist eher so. Und ja, insgesamt ist der Film, er ist okay, er ist jetzt nicht so, ja, sagen wir so, ich fand den ersten Planet der Affen von dieser Trilogie fand ich richtig cool, den zweiten war schon, ja, und der dritte jetzt, er bringt quasi die Geschichte jetzt einfach zu Ende und das ist okay, dass die Geschichte damit auch ruhig ist oder rum ist, aber ja, ein bisschen dünn, manchmal ein bisschen doof, ein bisschen nervig. Was gibt's groß zu sagen, außer halt schöne Affen-Action. Mir hat das 3D überhaupt nicht gefallen, muss ich auch noch dazu sagen. Also das fand ich relativ mies in dem Film. Hätte ich nicht gebraucht. Und ja, am Ende kam es mir ein wenig vor, als ob wir dann hier noch die Bibelgeschichten haben, weil Caesar wird einmal an ein Kreuz festgemacht. Also er wird, bös gesagt, ans Kreuz genagelt. Später befreit er sein Volk und zieht mit ihm durch die Wüste ins gelobte Land. Also wer ein bisschen bibelfest ist, der kennt sich da aus und der würde auch sagen so, okay, ja, schon mal irgendwo gehört. Und das ist so ein bisschen der fade Beigeschmack, der bei mir da bleibt. Also es wirkt so ein bisschen, als geht dem ganzen Planet der Affen, der ganzen Trilogie einfach am Ende so ein bisschen die Luft aus und man schleppt sich so ein wenig ins Ziel. Und das fand ich einfach schade an dem Film. Ansonsten gut gemacht. Andy Serkis fand ich auch wieder sehr, sehr cool als Caesar. Den fand ich ganz cool. So ab und zu die Charaktere, wo einfach dabei sind, die so ein bisschen die Ausgeglichenheit wiedergeben und einfach, dass man auch feststellt, auch der größte Anführer ist einfach nichts ohne die Leute, auf die er sich wirklich verlassen kann. Das ist einfach cool, das ist einfach schön. Bisschen anders als sonst. Schon viel Action, aber einfach, ja, diese menschliche Seite der Affen, sage ich jetzt mal, ist einfach auch mit drin. Und ich bin im Endeffekt bei 6,5 von 10 gelandet, Punkten. Weil, wie gesagt, mir hat irgendwie was gefehlt. Es war okay, aber würde auch fürs Heimkino reichen. Okay. Ich fand ja die Vorhergehenden, die haben mich schon ziemlich mitgenommen auch. Also fand ich schon sehr, sehr, ja, es sind halt Affen, aber es ist trotzdem mehr oder weniger auch, ja, geht es ja um Themen, die uns auch Menschen betreffen, ne? Da ist ja Rassismus und alles dabei, ne? Und ja, richtig. Aber es ist dann im Endeffekt, ist es auch noch jeder gegen jeden. Also musst du noch dazu sagen, dass der Colonel halt nicht irgendwie für die gesamte Menschheit spricht, sondern er spricht halt schon extrem für sich. Und es gibt halt dann noch so einen größeren Showdown, wirklich mit jedem gegen jeden. Und da hauen eigentlich die Affen hauptsächlich ab. Und das ist auch okay, aber ja. Ja, okay. Ja, werde ich vielleicht dann mal auf Sky wieder gucken. Da habe ich die anderen auch geguckt dann. Also, wenn das dann kommt. Okay, ich habe auch noch einen aus dem Kino. Der dunkle Turm. Den habe ich mir. Und den habe ich auch gesehen. Echt? Na cool. Kann man ja drüber sprechen. Ich habe damals, als ich bei der Bundeswehr war, ja, das gab es damals, da musst du mal hin. Wer auch bei der Bundeswehr war, wird wissen, wenn man beim Schießen war, das hat immer ewig gedauert. Das ist jetzt nicht so cool, wie man sich es vorstellt, so ratatat, sondern ewiges Warten, bis man dran ist und so weiter. Und da hatte ich bei mir damals den dunklen Turm gelesen, was ich zum damaligen Zeitpunkt nicht wusste. Ich habe irgendwie nicht den ersten Band gelesen, irgendwie so mittendrin angefangen, habe mich schon gewundert, warum ich da irgendwie total verwirrt. Und dann habe ich irgendwie die anderen noch nachgeholt, mehr oder weniger. Habe aber nicht alles gelesen. Also da gibt es ja irgendwie 8 Bände, glaube ich. Ich habe, glaube ich, die ersten nur gelesen, bis zu dem, den ich schon gelesen hatte. Und ja, war jetzt ein bisschen dran interessiert, wie jetzt der neue Film umgesetzt wird. Regie hat geführt Nikolai Arcel. Der hat
ja, glaube Endboy oder sowas oder diese US-Remakes hier von Erlösung und sowas, glaube ich, wenn ich mich recht an. War irgendwie beteiligt, sehe ich hier, wenn ich draufklicke, aber ich weiß nicht, was der da gemacht hatte. Ja, mal gucken. Vielleicht Produzent oder so. Writer, könnte auch sein. Moment, Director hat 6 Credits. Nee, da steht es nicht drin. Okay, dann hat er irgendwas anderes gemacht hier. Ja, auf jeden Fall. Vorbereitung ist alles, mein Freund. Wird uns hier ein junger Mann vorgestellt, der ist das Jake Chambers? Ja, Tom Taylor, glaube ich. Gewesen. Tom Taylor. Ja, genau. Tom Taylor. Okay. Nicht Tim Taylor. Ja, Tim Taylor, Heimberger King. Jedenfalls, der hat in der Nacht immer ziemliche Albträume. Er träumt dann immer von so einem dunklen Turm und ganz komischen Sachen und was da so passiert und ganz düstere Geschichten. Und willst du es vielleicht mal besser zusammenfassen? Bei mir ist schon ein Stückchen her. Was genau möchtest du von mir haben? Die Filmzusammenfassung. Also er träumt. Ich hänge gerade irgendwie. Ja, er träumt immer so komische Sachen und wird dann halb für psychisch krank erklärt. Wobei sich dann rausstellt, dass es halt, dass unsere Welt mit, oh Gott, wie viel sind es? 6, 7, 8 Welten, irgendwie zusammenlaufen und geschützt werden von einem Turm. Und es gibt halt von außen Mächte, die da rein wollen und diese Welten zerstören. Und das ist, da ist der große Gegenspieler Matthew McConaughey, der da diesen bösen, was ist das, Zauberer, nicht Teufel. Zauberer. Spielt quasi den Teufel, er sagt ja auch immer. Ja, genau, er spielt sowas. Wie den Teufel spielt und dann gibt es halt noch den Pistolenmann, ne, den Idris Elba. Wie heißt du nicht Pistolenmann? Revolvermann. Ja. Revolvermann. Der wird gespielt von Idris Elba. Und es geht halt darum, dass es die Legende sagt, dass ein Kind oder die Gedanken eines Kindes den Turm zum Einsturz bringen können. Und ja, wie es halt so ist, der kleine Tom Taylor ist in dem Fall der Junge. Spoiler. Kommt dann auch, es wird relativ früh gesagt. Also, ich weiß. Es sind auch bis 95 Minuten, also der Film reitet schon ziemlich durch. Also so muss man mal sagen. Das ist keine große Vorgeschichte, sondern Batz, wir sind drin. Irgendwie versuchen die da auch etliche Kinder irgendwie zu finden und dann versuchen sie mit den Kindern den Turm irgendwie zum Einsturz zu bringen und das klappt alles. Genau, also der schwarze Mann probiert den Turm zum Einsturz zu bringen durch Hilfe der Kinder, die gehen dabei immer hops. Der Revolvermann versucht das natürlich zu verhindern, ist auch der letzte seiner Art, ist ja klar. Und es klingt jetzt so ein bisschen genervt schon. Und der Bösewicht hat schon selbst ertappt, wie es genervt klingt. Alle umgebracht, die der Revolvermann liebt und so, weil er kann ihm selber irgendwie nichts anhaben. Also irgendwie so. Ja doch, er kann ihm schon auch gewisserweise, er darf ihm nur nicht in seinen Kopf reinkommen. Das ist ja die große Sache. Und es ist halt der ultimative Kampf zwischen Gut und Böse, der die ganze Welt natürlich bedroht. Und wie es ausgeht, verraten wir jetzt natürlich nicht. Vor allem auch nicht, dass es so ein Ende hat, dass man sagt, cool, da kommt vielleicht noch ein zweiter Teil. Ja, etwa nicht. Möchtest du mir da widersprechen, ja? Ja, ja, also, aber was du eben schon gesagt hattest, jetzt kommt hier irgend so ein Rauschen rein. Ist das bei mir? Nee, jetzt ist es weg. Ja, was du eben schon gesagt hattest, ja, der Film, also der basiert ja irgendwie auf 8 Büchern und der reitet hier sowas von durch und der hat irgendwie überhaupt keine richtige, ja, man weiß teilweise manchmal gar nicht, was die Geschichte ist. Also wenn man jetzt nicht das Buch ein bisschen kennen würde, also es ist bei mir jetzt auch schon viele Jahre her, dass ich die gelesen habe, wenn ich das nicht in Erinnerung gehabt hätte, ich habe jetzt nämlich gerade die ganze Zeit ein bisschen schwimmen müssen, weil ich überlegt hatte, was war jetzt im Film und was war in den Büchern, ne? Weil in dem Film wurde alles mal so ein bisschen angerissen und da mal was und ach, guck mal hier und das haben wir auch, das war doch in den Büchern auch drin und so. Aber irgendwie so eine richtige stringente rote Faden-Story, ja, hat irgendwie total gefehlt. Und ja, ich sage ja, es wird einfach durchgehauen. Also wenn das wirklich, was sagst du, 8 Bücher? Ich glaube, es waren 8, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja, aber dann gehen wir mal ganz rein mathematisch das Ding an. Das sind 8 Bücher, also wenn es 8 sind, dann 95 Minuten, das sind ungefähr 11 Minuten pro Buch. Ja. Ja, ja. Der, soweit wie ich das beurteilen kann, reitet er nicht durch alle Bücher durch, aber trotzdem die Bücher, das sind riesige Wälzer, ne? Also das und das fand ich und halt. Du darfst dir nicht vergessen, dass die alle ihr Shining haben, ne? Ja, Shining, genau. Das Shining. Was ich bei den Büchern halt auch sehe. Ich habe jetzt immer noch nicht ganz verstanden, was geht's denn da? Um den Gut gegen Böse. Den dunklen Turm.
der beschützt. Also der Turm quasi muss zu Einsturz gebracht werden, damit alle Welten kollidieren. Nein, damit der schwarze Mann die Macht über das Universum hat. Gewinnt dann das Böse sozusagen. Genau. Danke. Und das kann aber nur ein Kind schaffen, den Turm zum Einsturz zu bringen. Und unser Auserwählter ist eben dieser eine. Was ich in den Büchern, wie gesagt, lange her, ich gelesen habe, fand ich sehr schön immer, dass da so fast so ein bisschen der Weg das Ziel ist, weil die Beschreibung von den Orten, von den Personen, von den Stimmungen, das war alles irgendwie richtig gut. Das war nicht so wie bei anderen Stephen King-Sachen. Also ich konnte mit Stephen King jetzt nicht so wahnsinnig viel, also bei den geschriebenen Sachen konnte ich nicht so viel anfangen. Aber den Dunklen Turm, den mochte ich sehr, also diese Erzählung, die ich da gelesen habe. Weil das war alles, hat sich so gut angefühlt beim Lesen, so gut beschrieben, diese ganze Atmosphäre und so. War echt toll. Aber das hat mir überhaupt gefehlt bei dem Film. Das war alles so bah, bam, bam, bam und ja, jetzt sind wir da, jetzt sind wir dort und ja, kein bisschen Stimmungsaufbau und mich hat es nicht gewundert, dass diese Buchreihe seit Jahren für unverfilmbar eigentlich galt und ich glaube, dieser Nikolai Arcel ist damit auch gescheitert, würde ich sagen. Also der hat es nicht gut umgesetzt, hat den Spirit der Bücher nicht gut wiedergegeben. Oder? Fandst du es so? Ja, wie gesagt, ich kenne die Bücher nicht und ja. Ich fand es halt echt krass, dass du wirklich von Beginn an, ohne Vorlauf, du bist zack drin und zack ist der Film vorbei und du denkst dir nur so, wow, okay. Ja. Also zum Beispiel, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, das ist echt lange her, ich kriege bestimmt übelst einen Flame War hier in den Kommentaren. Wenn ich mich recht erinnere, waren die Bücher, also die waren ja ziemlich dick und die waren in sich auch nochmal in einzelne riesenlange Bücher eingeteilt. Da war zum Beispiel eins, das spielte nur in dieser Art Westernwelt, ja, in dieser wüstenartigen Steppenregion, wo der dann mit dem unterwegs war oder so. Da war wirklich so ein ganzes Ding nur da. Und hier eine kurze Szene oder so. So nach dem Motto, ja, jetzt haben wir mal die Welt gezeigt hier übrigens, ja. Ja, genau, so. Huhu, cool, tschüss. Ja. Also, ich bin gespannt, was so vielleicht die Hörer als Kommentar da lassen. Und wie viele Punkte gibst du ihm? Ich gebe dem Film 4 von 10. 4 von... Also ich hätte ihm jetzt 5 von 10 gegeben. Ja, das ist ja auch nicht weit weg. Ne? Ja, ich weiß, aber 4 ist ja unterdurchschnittlich. Also 5 ist ja Durchschnitt, aber oha. Also ich gebe 4. Okay. Und dann kommen wir jetzt langsam in diesen Bereich hier. Heimkino. Ja, danke Daniel für deine Ansage hier. Und da darf die Kate als erstes starten. Die hat nämlich was im Heimkino gesehen. Juhu. Ja, ich habe mich gewagt und habe auf Netflix den Film Death Note angeguckt. Der Film beruht auf den sehr bekannten Comics, ich glaube sogar Mangas. Wobei, nee, ich glaube eher Comic. Ach, keine Ahnung. Und ich habe immer wieder von Death Note gehört, habe die Comics nie gelesen, was ich echt schade finde. Ich hätte tatsächlich gern gelesen. Aber jetzt hat Netflix gesagt, sie bauen da jetzt einen Film raus. Und den habe ich mir jetzt angeschaut. Heute, ganz brandaktuell. Und worum geht's überhaupt? Es geht um einen Jungen, der ist ziemlich clever, aber eher so ein Außenseiter an der Schule. Der ist um die 16 oder 17 Jahre alt und der bekommt auf ziemlich mysteriöse Art und Weise ein Buch, also so ein Notizbuch oder findet das. Es kommt halt zu ihm quasi. Und auf dem Notizbuch steht eben Death Note drauf und die ersten Seiten bestehen aus Regeln, also welche Regeln man befolgen muss, um dieses Buch nutzen zu können. Denn im Endeffekt ist es so, man schreibt einen Namen in das Buch, schaut die entsprechende Person an oder ein Foto von der Person an, die man gerade aufgeschrieben hat und dann stirbt diese Person. Man kann auch die Art und Weise bestimmen, wie die Person sterben soll, schreibt man dann einfach dazu. Und man kann damit auch Menschen über 2 Tage lang kontrollieren. Also man kann reinschreiben, was der Mann machen soll, die Person, und wen er anrufen soll. Also kann einfach bestimmen, was der tun soll. Aber das nur 2 Tage lang. Und am Ende der 2 Tage muss er sterben.
Und der Junge, der heißt, glaube ich, wie heißt der? Late heißt er, glaube ich. Light Turner heißt er. Hat immer so ein bisschen Probleme, weil also sein Vater ist Polizist und seine Mutter ist gestorben und die wurde umgebracht von einem Typen, der ziemlich viel Dreck am Stecken hat. Also ich glaube, seine Mutter war da auch eher so ein Kollateralschaden. Und der wird jetzt aus irgendwelchen Gründen freigelassen und dementsprechend entscheidet er halt, dass dieser Name da rein muss in das Buch. Und es funktioniert dann auch. Und mit dem Buch erscheint eben auch so eine dämonische Figur, die mit ihm redet und die quasi seine Todeswünsche auch ausführt. Und er blickt dann relativ schnell durch, wie das Ganze funktioniert und fängt an, diese ganzen Regeln durchzulesen, die da am Anfang drinstehen. Das sind ziemlich viele, ich glaube um die 36 Regeln, die er zu befolgen hat. Moment, Und Moment, da möchte ich ganz kurz reingrätschen. Es sind ja. weitaus mehr wie 36. Ich glaube, an die Ja, 100 Regeln. man hat halt immer nur ein paar gesehen. Und das sind halt 36, irgendwann, da habe ich mal die Zahl 36 gesehen. Da wird nicht jede einzelne Regel vorgelesen. Ich weiß nicht, wie viel es sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall fängt er dann an und sagt, ja gut, ich will die Menschheit ein bisschen befreien und auch so als so eine Art Mythos erscheinen und er gibt sich dann einen falschen Namen quasi und fängt an, Schwerverbrecher und die ganzen Bösen auf der Welt mit Hilfe des Death Notes umzubringen. Dem Ganzen gehen dann halt auch entsprechend die Polizei nach und irgendwelche also so CIA, FBI, was weiß ich, oder wie die all heißen, ja, die versuchen dann rauszufinden, wer dieser geheimnisvolle Typ ist. Und es entsteht dann auch so eine Art Kult schon fast um diese mystische Figur, die er da erschaffen hat. Und das klingt extrem viel und das ist auch extrem viel für diesen Film. Also das ist wie bei euch bei diesem Der dunkle Turm. Also das wirklich das Der Film prescht voran. Also wir haben wirklich den Anfang mit der kurzen Erklärung und dann kurze Zeit später hat er irgendwie schon 400 Leute umgebracht. Und das ist ziemlich krass dargestellt. Auch die Tode an sich sind ziemlich krass und brutal dargestellt. Das ist alles sehr, sehr, sehr schnelllebig und schnellatmig, der Film, was mir ehrlich gesagt nicht gefallen hat. Fand auch dann diesen Gegenspieler, den er bekommt, der war total blass dargestellt. Also da gab es dann einen, der hat dann angefangen zu recherchieren, wie das passieren könnte und wie man da auf der ganzen Welt Leute umbringen kann, ohne dorthin hinzureisen, großartig oder so. Oder mehrere Menschen gleichzeitig in den Selbstmord zu treiben, also wirklich zum exakt gleichen Zeitpunkt. Und der geht dem Ganzen dann nach und der ist selber aber so eine Art Assassin oder sowas, keine Ahnung. Der schläft nicht und wenn er dann schläft, dann ist es eine Stunde und dann ist er wieder 36 Stunden wach oder 41 Stunden wach oder was weiß ich. Also das ist alles sehr, sehr seltsam. Also wie gesagt, dieser Gegenspieler war irgendwie total blass dargestellt. Und deswegen, der Film macht irgendwie Lust drauf, diese Comics zu lesen, aber man wünschte sich auch, man hätte sich mehr Zeit für die Geschichte genommen, also statt einem Film vielleicht eine Serie zu machen. Ich glaube, dass diese Thematik als Serie wunderbar funktioniert hätte. Also dass man einfach diesen Weg, wie er anfängt, das gut zu finden und versucht, da irgendwie was aufzubauen, dass man das halt einfach besser und länger erzählen könnte. Mit viel mehr Story und auch diesen Gegenspieler detaillierter darstellen. Wer ist das überhaupt? Wo kommt der her? Das wird nur ganz, ganz kurz angerissen, was das für ein Typ ist. Und ich fand das wirklich echt schade, dass das nicht ausführlicher dargestellt wird, sondern dass man da wirklich eine Stunde 40 Film draus gemacht hat. Das wird diesen Comics und dem Kult um diese Comics, die mir bekannt sind, nicht gerecht. Überhaupt nicht. Gibt Unmengen von diesen Death Note. Also Ja. ich habe es auf der Gamescom wieder gesehen da und da riesen Merchandise in allen möglichen Ja. Bereichen und so. Also das ist wirklich ein total beliebtes Comic. Also ich habe jetzt echt überlegt, ob ich mir mal die ersten zwei, drei Bände hole, um einfach mal reinzulesen. Auch die Bilder, die ich von dem Comic gesehen habe, ich finde, der Junge, der das in der Netflix-Serie spielt,
wird dem überhaupt nicht gerecht, weil der Junge im Film ist irgendwie blond oder zumindest so angefärbt blond und der Death Note-Junge aus dem Comics ist halt braunhaarig und schlank und Ist das, schlaksig und so. wollte ich noch fragen, Ja. die Netflix-Serie, sind das Das ist ein amerikanische Film. Schauspieler oder Film, sind das amerikanische Ja. oder hat man da asiatische genommen? Nee, ist Also ist amerikanisch. so, Komplett so amerikanisch. Whitewashing, so Ja, Amerikanisierung des genau. Themas, Ja. okay. Das Einzige ist, also auch dieses Monster, was da dargestellt wird, also dieser düstere Begleiter, dieser Dämon, der ist ziemlich cool eigentlich. Also ich glaube, dass der an den Comics finde ich den schon immer ziemlich cool dargestellt. Ich fand den auch relativ gut umgesetzt. Der wird übrigens gespielt, wenn ich es richtig weiß, von Willem Dafoe. Gesprochen. Und Gesprochen. ja, nee, das ist wieder, das ist dieses Ja. wie bei den Affen mit diesen Punkten im Ach Gesicht und ja. dieser Ah, okay. Gesichtsmimik und der Bewegung. Also das Mit habe ich Punkten im Gesicht. ja mit diesem Virtual Das Reality Maß und Punkten oder wie Problem, das, ja. ja, keine Ahnung, wie das heißt. Mensch, Kinder, ihr Motion wisst doch, was ich Capturing. meine. Motion Capturing. Ah, Wobei das okay. irgendwie bei diesem Monster ein bisschen seltsam ist, weil der hat so einen riesigen Mund und irgendwie mehrere Lagen Zähne, keine Ahnung. Aber es ist halt Motion Capturing mit Willem Dafoe, soweit ich das gesehen habe. Also wie gesagt, ich fand die Art der Umsetzung gut. Also die Schauspieler waren okay, das Monster war okay, die ganze Story war okay, aber einfach viel zu viel Input für einen Film. Also man hätte da wirklich, und wenn es eine Miniserie gewesen wäre, dass man das auf 6 Episoden oder so gemacht hätte, ne? Wird ja immer beliebter, nur so 6 Episoden oder 9 Episoden oder mal so eine Miniserie mit nur 3 Folgen und dann halt Spielfilmlänge oder so. Das hätte ich besser gefunden als diesen wirklich zusammengepackten Film, der einfach kaum Substanz hat. Das finde ich echt schade. Ich gucke jetzt gerade mal, also Netflix gibt es ja auch in Japan, habe ich gerade, oder? Ja, bestimmt. Netflix.com/JP oder so. Ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, oder vielleicht gibt es in Japan irgendwie. Aber da wundert es mich, warum haben die das nicht gleich mit lokalen Schauspielern, wenn das eine asiatische, ich finde das immer ein bisschen Ja, schade. weil das halt das sind die Amis, die machen Hm. ja auch aus einem Stieg Larsson eine amerikanische Version oder aus einem französischen Starbucks-Film eine amerikanische Version. Das sind die Amis, die machen aus allem ihr eigenes Ding. Ja, aber jetzt Aber die hier, Grundstory ist ja die richtige. jetzt hier das, ich sag mal, das ist ja nur wirklich so ein typischer Anime und den hier anzufassen, okay, ja, hat man mit anderen Sachen auch gemacht, ich weiß nicht. Es wäre aber so, wie wenn jetzt plötzlich in Amerika ein neuer Asterix-Film entstehen würde oder sowas, ja. Ja, aber das ist, ja, also wie gesagt, die Grundstruktur von dem Film hat mir wirklich gefallen. Also so, selbst dieser Junge, der Comicvorlage überhaupt nicht ähnlich sieht, fand ich okay. Ja, klingt echt Seine spannend, komische ja. Freundin war nervig, aber die Art und Weise der Umsetzung, dass es ein Film ist, das hat mich gestört. Ich glaube, ich werde das auch Das mal hat gucken, mich sehr gestört. wenn es bei Netflix Und ist. ich befürchte, dass das halt vielen so geht. Und dass der ist ja auch, der floppt ja, glaube ich, auch total. Den finden ja irgendwie alle voll Okay. schlecht. Und ich verstehe auch warum, weil die hätten sich mehr Zeit nehmen sollen. Miniserie oder so, wie gesagt. Machen sie doch mit Ja. anderen Sachen auch eigentlich. Netflix hat doch da alle Ja. Möglichkeiten. Warum geben sie Ja, dann? ich meine, die machen ja auch aus einem Buch eine 13-teilige Sendung. Ja, Serie. Was Aus einem mal Buch. halt Warum auch. machen die nicht aus einem Death Note, was mehrere Bände hat, warum machen sie da nicht auch eine Serie draus und machen stattdessen einen kompakten Film? Ja, oder was man auch hätte machen können, wäre zumindest so ein. Ja, so ein westlich-asiatisches Crossover, so wie irgendwie am Anfang bei Heroes zum Beispiel, ja, was ja wirklich sehr irgendwie auch mit dem Hiro Nakamura oder so, wo ja auch so Der spielt da asiatische. übrigens mit. Ah, okay. Na, dann muss ich doch mal reingucken. Der Ja. spielt da mit, der hat irgendeine Nebenrolle, das ist ganz Ah, cool, der taucht da okay. plötzlich auf. Hat der Chris eigentlich auch den Film mitgeguckt oder nur Der hast du Chris hat alle. den Anfang gesehen, glaube die ersten 10 Minuten, hat dann zwischendrin mal kurz reingeguckt und hat das Ende gesehen und das reicht dem Chris. Okay. Ja,
Ja, aber dir ging es ja auch so, du kommst rein, hä, was ist denn jetzt los? Warum? Der hat doch, also, hä? So. Das, dir ging es ja auch so, oder? Dass plötzlich alles anders war. In kürzester ja, gut, Zeit. Ich meine, ja, aber du bist ja nur von Zimmer zu Zimmer gelaufen. Ja, mir hat eine Dreiviertelstunde Film gefehlt. Und dann zu sagen, was ist denn jetzt los? Naja, es war mehr weniger wie eine Dreiviertelstunde, wie du unterwegs warst. Naja, also, ja, das ist ja wie wurscht, gesagt, aber ja. Auch die Entwicklung von dem Hauptcharakter, das, das war so viel, es war der schleichende Prozess, wurde halt im Fast Forward erzählt und das gefällt mir gar nicht. Okay. Ich tue mich auch echt schwer, den Punkte zu geben. Also ich bin, glaube ich, so bei 5 von 10. Ich werde trotzdem mal reingucken irgendwie. Das, ja, guck mal rein. Ja. Vielleicht hast du ja dann auch Lust, die Comics zu gucken. Ich habe tatsächlich schon irgendwie mal einen gelesen gehabt bei irgendjemandem, wenn ich das noch wüsste, wann und wo das war. Ich hatte irgendwo mal einen gelesen, fand ich ganz interessant. Also das war auf Englisch war der dann, also da hatten sie nicht, Japanisch hätte ich nicht lesen können, aber ja, vielleicht hat ja jemand von den geschätzten Hörern, wir haben ja viele Comic-Fans auch unter den Hörern und Anime-Fans, vielleicht hat da jemand das schon gelesen und hat schon mal einen Blick reingeworfen. Wahrscheinlich wird es so ähnlich sein wie beim Dunklen Turm. Die Vorlage ist wirklich top und die Umsetzung dann als Film sehr schwach. Ich sehe gerade, es gibt, glaube ich, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, von 2006 ein Crime Drama Fantasy Death Note aus Japan, ein Film. Mhm. Und der ist 2 Stunden 6 Minuten und ungefähr doppelt so gut bewertet wie der neue Death Note Film. Ja, musst aber du nur noch muss Japanisch lernen. Ja, vielleicht gibt es den ja mit Untertitel. Ah, okay. Naja, kannst ja aber noch sichten. Ich habe auch noch einen geguckt, da aber jetzt nur ganz kurz, weil sehr viel. Ich habe Blood Diamond geschaut, der ist ja nur doch etwas älter, den dürfte fast jeder kennen. 10 Jahre ist der schon alt. Ist ja. Ganz aktueller Film. Ja, ich hatte den nie gesehen gehabt. Und der kam irgendwann, jetzt war auch noch vor dem Urlaub, lief der irgendwo auf irgendeinem Sender. Da habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du mal. Ist ja auch von Edward Zwick gedreht, der ja, weiß nicht, was hat er alles gemacht? The Great Wall hatte ich zuletzt gesehen. Birth of a Nation hatten wir in der Sneak gehabt. Und Last Samurai hat er, glaube ich, auch gemacht. Auch mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle und Jimon Hunju, der, glaube ich, aus welchem Film war der? 12 Years a Slave, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Jennifer Connelly spielt noch mit und Leonardo DiCaprio, so Diamantenschmuggler, kann man fast sagen. Und der Jimon Hunju, der ja, wird quasi zu Hause entführt. Das in dem Land herrscht ziemlicher Bürgerkrieg in Sierra Leone und soll für so ein Militärregime, für die Rebellen irgendwie, die haben diese Diamantenminen unter ihre Kontrolle gebracht. Und da wird er halt auch mehr oder weniger versklavt und soll dort Diamanten suchen. Und findet einen sehr, sehr großen und versteckt den und danach sind dann alle her. Was jetzt ein bisschen nach Action klingt, ist wirklich sehr, sehr viel auch Gesellschaftskritik drin und richtig gut gemacht. Sehr, sehr spannend. Kann ich sehr empfehlen. Das nur mal ganz kurz dazu. Bei mir hat es 10 Jahre gedauert, bis ich ihn gesehen habe. Liebe Hörer, falls ihr den noch nicht kennt, holt ihn mal ein bisschen früher nach. Okay, dann begeben wir uns jetzt langsam mal in diesen Bereich hier. Kinocharts und Neustarts. Die Charts von Stuttgart, hier die aktuellen diesmal. Ich fange mal mit 12 an, weil da ist ein Film, den wir heute besprochen haben. Planet der Affen Survival, Platz 11 haben wir auch besprochen heute. Der Dunkle Turm, Platz 10 in Stuttgart. Jugend ohne Gott, Platz 9. Ostwind 3, hast du die nicht geguckt, Chris? Nee. Platz 8, Emoji, der Film, den hat auch Kinder geguckt von uns. Ich dachte, du hast den gesehen. Ah, nee. Wollte ich eigentlich. Übrigens Platz 7, Killers Bodyguard, der muss schon laufen. Also kann der nicht mehr getippt werden. Fällt mir gerade ein. Ja, wenn man nicht mehr regelmäßig hier die Neustarts der Woche macht, weiß man gar nicht mehr, was anläuft und was nicht. Ne? Platz 6, Bigfoot Junior. Platz 5, Annabelle 2. Das ist quasi hier nochmal das zweite Prequel von Conjuring mit der Puppe da. Platz 4, Ich einfach unverbesserlich 3. Platz 3, Atomic Blonde. Platz 2, Happy Family. Hä? Das sieht aus wie Addams Family, aber als Animation, wenn ich das Bild so richtig deute. Platz 1, Bully Parade, der Film. Mensch, ganz neue Sachen hier. Das machen wir mal.
ist man mal 4 Wochen weg. Ganz neue Sachen in Charts. Diese Woche laufen folgende Filme hier in Stuttgart an. Da hätten wir zum einen The Circle. Das heißt, wenn ihr niemanden habt, der einen US-Netflix-Account hat, dann könnt ihr den auch gerne im Kino schauen. Habt ihr jetzt einiges drüber gehört. Dann die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs. Erstes Kinoabenteuer über die Pfefferkörner, die eine Klassenfahrt nach Südtirol unternehmen. Dort kommen sie einem mysteriösen Fluch auf die Schliche. Mit David Striso. Barry Seal, Only in America, startet auch diese Woche. Wird auch ziemlich knapp für die Sneak jetzt. Ein Drogen-Thriller nach einer wahren Begebenheit über den Piloten und Schmuggler Barry Seal, der von der CIA angeheuert wird, um die Drogenkartelle zu unterwandern. Meine Cousine Rachel läuft noch an, den hatten wir irgendwann im Juli gehabt in der Sneak, glaube ich. Romanverfilmung mit Rachel Weisz und Sam Claflin. Dann startet noch Eine fantastische Frau, Una Mujer Fantastica, Liebesdrama um eine starke chilenische Transfrau Marina, die den alltäglichen Vorurteilen gegen Transgender-Personen voller Mut und Lebensklugheit trotzt. Dann startet auch noch Die Migrantigen, den hat man auch in der Sneak schon gehabt. Eine Culture-Clash-Komödie aus Österreich über zwei Freunde mit Migrationshintergrund, die sich für eine sensationsgierige TV-Doku als Kleinkriminelle ausgeben. On the Milky Road, ein fantasievolles Liebesdrama über den Milchmann Kostja, der sich während des Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien in eine mysteriöse Italienerin verliebt. Das schaffen wir schon. Eine deutsche Komödie, eine politische Komödie über eine Talkshow, die kurz vor der Bundestagswahl von einem Arbeitslosen gestürmt wird und sich zu einer absurden Geiselnahme entwickelt. Erinnert mich irgendwie an dieses, wie ist das, Money Monster? Money Monster? War das Money Monster? Mhm. Ja. Mhm. Barfuß in Paris, eine herzliche Komödie über das Landei Fiona, das sich in Paris auf die Suche nach ihrer verschwundenen Tante begibt und sich in den obdachlosen Dom verliebt. Mhm. Okay. Eine Dokumentation kommt noch über Tangerine Dream, klingt auch sehr interessant. Und das war ein Horrorfilm noch, ohne Beschreibung, Victor Crowley, keine Ahnung. Und noch ein Horrorfilm, Vida the Vampire. Ja. Und noch ein Gedicht. Ein Gedicht? Und noch ein Gedicht, du sagst und noch ein Gedicht und noch ein Horrorfilm. Und noch ein Gedicht, einen habe ich noch. Nee, das war's jetzt eigentlich hier. Das war's jetzt eigentlich hier. Jetzt wechseln wir doch ganz flugs zu diesem Bereich hier. Serien. Da habt ihr beide was drinstehen. Eine von den beiden Serien kenne ich. Mal gucken, welche ihr erratet. Wer möchte anfangen? Ladies first. Ich habe eine neue Netflix-Serie angeschaut und zwar Atypical. Darum geht es um eine Familie, die, also Mann, Frau, Sohn und Tochter, und der Sohn ist Autist. Das heißt, der hat ein bisschen andere Denkweise, ein bisschen auch Probleme mit lauten Geräuschen. Das heißt, der lebt in seiner eigenen speziellen Welt. Und der ist inzwischen aber schon ein Teenager, also kein junges Kind mehr, ist ein Teenager. Und quält sich so mit den ersten Problemen eines Teenagers rum, wie zum Beispiel beliebt sein an der Schule und vielleicht ist ja doch mal ganz gut, eine Freundin zu haben, um ein bisschen normaler zu sein. Und er ist halt speziell. Und es geht halt in der Serie um ihn hauptsächlich, aus seiner Sichtweise die Welt halt ist. Unter anderem aber auch um den Rest seiner Familie, also seine Schwester, die bald aufs College gehen soll, und die Eltern, die halt mit ihren Problemen zu kämpfen haben, eben so ein spezielles Kind zu haben, und um ihre Ehe, die dabei auch immer wieder kriselt. Das ist grob war das, was es geht. Ich finde die Serie total charmant. Es ist stellenweise auch sehr lustig. Es ist auch eine Comedy-Drama-Serie. Ich finde sie wirklich amüsant. Die Episoden sind auch recht kurz. Ich glaube, um die 20 bis 30 Minuten kann man relativ schnell durchschauen. Der Hauptdarsteller ist total goldig. Also ich finde, der spielt diese Rolle super schön. Auf eine total charmante und ehrliche Art und Weise.
Also ich finde, wer so ein bisschen auf Comedy-Drama-Serien steht, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken. Es ist mal einfach was anderes wie bisher. Ja. Das war's schon. Atypical, okay. Hattest du irgendwie die Darsteller genannt? Ist da irgendjemand Bekanntes dabei? Nee, also Darsteller, also man kennt so die einen oder anderen schon aus Serien. Also der Hauptdarsteller, also die Frau, die Elsa, wird gespielt von Jennifer Jason Leigh. Ah, die kennen wir ja. Ja, genau. Der Ehemann ist Doug, gespielt von Michael Rapaport. Also das Gesicht kannte ich auch. Michael Rapaport ist mit dabei? Ja. Ja, der hat spielt den Familienvater. Der hat doch bei Fliegenden Auge, glaube ich, mitgespielt, wenn ich mich recht erinnere. Da hat er doch quasi den Partner von ihm gespielt, wenn ich mich da recht erinnere. Ja, ich kenne ihn aus ein paar Serien. Ja. Der hat auch bei Hitch zum Beispiel bei dem Film Hitch mitgemacht und so. Oh, der hat aber viel gemacht. Ja, True Romance hat auch mitgespielt. Wie gesagt, ich kannte das Gesicht. Justified hat er mitgespielt. Und, nee, der hat nicht bei Fliegende Auge. Das habe ich irgendwie durcheinander. Prison Break hat er mitgespielt. Ich muss das revidieren. Hat er Don Self gespielt. Revidieren, der hat nicht bei Fliegenden Auge mitgespielt. Habe ich jetzt verwechselt, ja. Aber wirklich, der hat extrem viel gemacht. Der hat auch schon bei Emergency Room eine Rolle gespielt und was weiß ich, also ewige Filmografie. Also immer so wieder kleinere Rollen, alles nur Sex, keine Ahnung, so ein komischer Film. Der Junge, also der autistische Junge wird gespielt von Care Gilchrist. Müsste ich jetzt auch mal gucken, was der noch so gemacht hat. Und seine Schwester kannte ich gar nicht, Bridget Lundy. Hat mir gar nichts gesagt. Okay. Mal gucken, wo der Hauptdarsteller so mitgespielt hat. It Follows, Dead Silence, This Kind of a Funny Story. It's Kind of a Funny Story. Ja, also mir kam auch sein Gesicht bekannt vor, aber ich glaube eher auch nur so aus Nebenrollen von irgendwelchen Serien und Filmen. Also jetzt nichts, wo ich sage, oh geil, die Serie muss ich gucken, weil den Schauspieler finde ich super. Kam mir bekannt vor, aber das war es auch. Bei mir steht hier. Aber er macht es wirklich gut. Bei mir steht hier bei IMDb, Leute, die diesen Film oder diese Serie mögen, mochten auch. Und dann kommt bei mir Ozark, 13 Reasons Why, Glow. Also sind alles Sachen, die ich sehr gut fand. Okay. Ja, aber es ist nicht vergleichbar. Was wahrscheinlich alles Netflix-Serien. Leute, die gerne Netflix gucken, haben auch gern das geguckt oder so. Ja, genau. Aber hat bei IMDb 8,4 von 10. Fast über 8000 Leute abgestimmt. Das ist schon mal was. Ja. Okay. Also wie gesagt, er ist halt ein bisschen speziell und das macht die ganze Serie auch, finde ich, speziell. Also diese Serie kannte ich noch nicht. Welche Serie werde ich dann wohl kennen, Chris? Ja, ich bin nicht überrascht. Ich bin wirklich nicht überrascht, weil, wie wir ja alle wissen, wurde auch Rick and Morty wurde nämlich ausgestrahlt auf Rocket Beans TV. Und da du ja glühender Anhänger bist von Rocket Beans TV. Aber da habe ich es nicht zuerst gesehen. Ja, aber war ich der festen Überzeugung, vielleicht, dass du darüber kommst. Also das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Nein, Rick and Morty, ich habe es endlich geschafft, mir die Zeit zu nehmen, weil ich habe... Das öfters schon so immer mal wieder mit einem Auge so, das könnte ganz cool, das könnte was für mich sein. Und hab dann gedacht, nee, da brauchst du Zeit für, weil wenn das wirklich was ist, dann guckst du es wahrscheinlich auf einen Rutsch durch und so viel, wie du kriegen kannst. Ja, was soll ich sagen? Rick and Morty, es geht um... Du lachst schon. Ja, du ist scheinst so geil. Es auch ziemlich zu feiern. Ist so geil. Einfach geil. Ja, es geht... Kurz gesagt, es geht um Rick Sanchez, ein etwas älterer, aber unglaublich intelligenter Wissenschaftler und Alkoholiker. Der lebt bei seiner Familie um seine Tochter Beth Smith. Die ist verheiratet mit Jerry. Jerry ist eine ziemliche Flachpfeife. Beth ist Tierärztin für Pferde, also spezialisiert auf Pferde. Und die beiden haben zwei Kinder, und zwar die 17-jährige Summer und den 14-jährigen Morty. Und Morty schaut immer so ein bisschen auf zu Rick, weil man unglaublich viele Abenteuer einfach so gemeinsam erlebt durch die Portal Gun, die er hat. Und es ist unglaublich. Herrlich. Also die beiden springen, ist eine Zeichentrickserie, sollte man vielleicht dazu sagen, oder eine Animationsserie, sollte man vielleicht gleich dazu sagen. Es geht in jeder Folge unglaublich wild zu. Es ist teilweise vulgär, es ist unglaublich, ich finde es unglaublich witzig, wenn man mal die wirklich da reinkommt, auch in das ganze Universum. Und ich finde, es ist so, die Serie haut so Science-Fiction-mäßig richtig auf die Kacke, wenn man das so sagen darf. Es ist völlig egal, ob es da um... Es hat meiner Meinung nach Elemente von Zurück in die Zukunft, weil
Morty rennt einfach ab und zu rum wie Marty McFly. Kann man nicht anders sagen, oder? Ja, und er sieht auch manchmal aus wie der Professor da. Ja, genau, er sieht aus wie Doc. Also das ist, ja. Es ist unfassbar. Da schon. Dann ach, die Zeitreisen, wo es sowieso machen, viele Referenzen drin. Also das erinnert an Doctor Who wieder. Dann ist es hier wieder was. Ist es da? Es ist zum Brüllen. Und was für kranke Ideen die Erschaffer haben. Also ich dachte immer, ich gucke ja auch verdammt gerne Family Guy, um wieder zu Seth MacFarlane von vorher zu kommen. Das ist ja brav dagegen. Schon, ja, richtig. Ja. Und die haben ja schon völlig abgedrehte Ideen, aber was die dort machen in diesem Weltraum und Dings und alles und auf was man überhaupt kommen kann und wie, also ich finde es sagenhaft. Jetzt läuft ja aktuell die dritte Staffel, läuft ja jetzt endlich auch im deutschen Fernsehen. Also die wird immer mittwochs gerade auf TNT Comedy ausgestrahlt. Ich habe jetzt wirklich auf einem Rutsch erstmal die ersten beiden Staffeln durch und ich werde nochmal von vorne anfangen, weil ich finde es unglaublich gut und es sind so viele Referenzen drin, es sind so viele noch versteckte Gags drin und Sachen drin, das kann man wirklich zweimal angucken und es macht unglaublich Spaß. Ich sitze völlig, wirklich, ich lache teilweise Tränen allein vom Fernseher, weil es mich so abholt oder ich meine jetzt zuletzt, ich weiß nicht, wie aktuell bist du? Bist du in der dritten Staffel schon? Hast du reingeschaut? Ich muss sagen, ich habe das nicht so richtig mit Staffeln und Folgen geguckt, irgendwie so peu à peu, wie das kam. Ich habe hab gerade mal geschaut, wie ich drauf gekommen bin, weil ich dann so, und zwar, ich hatte ja mal mit dem Jeff zusammen, meinem Kumpel aus Luxemburg, hatten wir auch mal einen Podcast gestartet, der von ihm quasi initiiert worden ist, wo ich dann der Gast war, wo ich mich um nichts kümmern musste. Das war auch ganz nett. Und der hatte mal die Serie vorgestellt gehabt. Und zwar am 25. Oktober 2015, ich bin gerade bei seinem Eintrag hier, Staffel 2, Folge 4 war das. Und hieß auch bezeichnenderweise 1,21 Gigawatt die Folge. Und genau, da habe ich zum ersten Mal davon gehört. Und wir haben es dann auch so gemacht, dass wir das immer nochmal gegenseitig geguckt haben, die Sachen. Und ja, deswegen, da habe ich die erste Berührung mit Rick und Morty gehabt. Und dann habe ich das so, das lief ja relativ oft im Fernsehen auf, ich glaube, ProSieben Fun oder so. Und da gucke ich jedes Mal, wenn das irgendwie kommt. Ich weiß nicht, echt lief es auf ProSieben Fun? Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es da wirklich mal lief. TNT? Aber ist ja TNT irgendwo? Also TNT auf jeden Fall. Ja, genau, war es auf TNT. Ich gucke das jedes Mal, wenn das irgendwie kommt. Aber ich hatte mal mir das irgendwie mal aufs Tablet geladen, wo ich unterwegs war. Aber da irgendwie ist mir sehr, sehr viel entgangen, wenn da so Umgebungsgeräusche trotz Kopfhörer. Ja, entgeht einem zu viel, deswegen wollte ich das lieber zu Hause gucken. Hm. Ja, also wie gesagt, es gibt es halt, bei Netflix läuft es auf jeden Fall auch derzeit die ersten zwei Staffeln. Ich empfehle es jedem, es im Original anzugucken, es ist einfach herrlich und ich sag nur, get Swifty, falls es dir was sagt, get Swifty und I'm a Pickle. Okay. I'm Pickle Rick! Warum bist du eine Gurke? Weil ich es kann. Und Alkohol spielt auch eine sehr große Rolle in dem ganzen Alkohol Universum. Spielt durchaus eine Rolle. Aber es ist einfach, wie gesagt, es ist voll auf die 12 und trifft meinen Humor zu 100%. Herrlich. Ich verehre es inzwischen. Ich bin sehr froh, dass ich es jetzt mal durchgezogen habe. Ich möchte es nicht missen. Ich freue mich gerade schon wirklich jede Woche auf die neue Folge. Kennst du diese Animationsserie mit diesem Pferd? BoJack Horseman. Ja, genau. Ja. Die hatten wir nämlich auch. Die hatte der Jeff auch mal vorgestellt gehabt hier in der, sehe ich hier gerade. Hm. Genau, ja. Die war ja auch ziemlich abgefahren. Diesem sprechenden Pferd. Naja. Also sehr empfehlenswert. Rick and Morty von mir auch, definitiv. Ich muss das auch, wenn es das auf Netflix gibt, ich wusste gar nicht, dass es auf Netflix ist, dann wäre ich das auch mal irgendwie, vielleicht mal in chronologischer, korrekter Reihenfolge. Mal schauen. Games. Der Chris hat bei sich sogar ein Spiel. Ist jetzt kein neues Spiel. Ich kenne das schon so vom Titel her, aber hat wahrscheinlich jetzt gerade, wie bei Rick and Morty, jetzt erst Gefallen daran gefunden. Ja, mehr oder weniger auch drauf gefallen. Also drauf gestoßen. Drauf gestoßen worden, weil ein Kumpel von mir hat es angeschleppt und was soll man sagen? Es ist Players Unknown Battleground. Im Augenblick noch nicht in der Endversion. Es ist immer noch ein Early Access Spiel. Man zahlt 30 € bei Steam für ein Early Access Spiel. Aber was man bekommt, ist ein
unglaublich cooles Battle-Royale-Spiel sozusagen ist. Man muss es sich vorstellen wie Tribute für Panem für Erwachsene. Tribute ja. von Panem. Die Tribute, die Pute von Panem. Man fliegt zu Beginn des Spiels an jeder, also es ist wirklich so, es ist vielleicht noch dazu sagen, ist es vom, der Publisher ist Bluehole und Bluehole ist aus Südkorea, was schon mal sehr, sehr schön ist. Gibt es auch schon seit März 2017. Also muss man vielleicht auch dazu sagen, fairerweise, es ist schon eine Weile draußen und soll Ende des Jahres dann in der Endversion kommen für Windows, PC und Xbox. Und ja, wie gesagt, im Augenblick gibt es eine weitläufige Insel, da gibt es ein paar Dörfer, man springt aus einem Flugzeug raus, landet dann dort und muss erstmal sich Waffen einsammeln, sich Zeug einsammeln und gucken, dass man einfach überlebt, weil der Spielradius wird immer kleiner und der verändert sich auch auf der Karte dynamisch, also das ist nicht immer das Gleiche, sondern A, man landet eh immer woanders und B, es wird einfach auf Zeit gehend, die Runden werden halt kleiner, die Kreise. Und es hat 100 Spieler, maximal 100 Spieler auf der Karte, alles echte Menschen, also keine Bots oder sowas. Und dann geht's los. Manu a Manu, jeder gegen jeden. Und es ist, es gibt so viele schöne Taktiken in diesem Spiel und man wird so abartig paranoid. Also mir ging es wirklich schon so, ich saß hier vorm Bildschirm, lag irgendwo unter einem Baum, habe nur gehofft, dass nicht irgendwie einer vorbeikommt. Und bei mir fährt draußen an der Straße ein Auto vorbei und ich bin zusammengezuckt. Also, und ich habe geguckt, so wo ist bitte ein Auto? Man ist wirklich fertig. Ja, weil da gibt es nämlich auch Fahrzeuge in dem Spiel, ne? Im Gegensatz es gibt Fahrzeuge, zu Counter-Strike oder so. Es gibt Fahrzeuge, aber es stehen sehr viele Fahrzeuge rum, aber die meisten sind einfach nicht benutzbar. Und da gibt es so ein Buggy, es gibt ein Jeep, es gibt ein Dacia und sowas. Alle haben Vor- und Nachteile natürlich. Der Dacia hat eigentlich nur, man kommt schneller weg. Aber auch da, wie gesagt, kann man drauf schießen und es ist richtig cool. Also man kann es alleine spielen, man kann es aber auch als Zweier- oder Dreier- oder Vierer-Team spielen. Und das bringt dem Ganzen auch nochmal ein bisschen mehr. Also was im Einzelspiel, also wenn jeder gegen jeden ist, wirklich auch per Regeln verboten ist, ist, dass man sich abspricht, also dass zwei zusammen losziehen. Sollte das einem auffallen, dass es so ist, kann man das melden, dann gibt es da richtig, richtig Ärger gleich, was ich sehr, sehr lustig finde. Und wie gesagt, man kann hin und her wechseln zwischen First Person und Third Person Ansicht. Man kann ganz arg einfach die Standardsachen machen. Also es basiert auf der Unreal 4 Engine. Es macht unglaublich Spaß. Es ist wirklich so, das ist einfach los und dann gucken, dass man unter die Top 10 kommt oder die Runde sogar gewinnt. Also ich habe es jetzt tatsächlich bisher einmal geschafft, in einem Duo-Spiel mit einem Kumpel zusammen eine Runde zu gewinnen. Und das ist unglaublich schwer gewesen. Aber es hat unglaublich Spaß gemacht und es hat so viel mit Taktik und Überlegung zu tun und noch mehr mit Glück und du kannst nicht im Vorfeld schon sagen, okay, ich gehe immer zu dem einen Punkt, weil da gibt es irgendwas, weil auch diese Sachen, die Waffen, wo rumliegen oder die Medipacks oder, es ist alles vollkommen random, also es ist vollkommen immer anders. Jede Runde ist komplett anders. Es kann sein, dass du nach 2 Minuten draufstehst, schon eine neue Runde starten musst, weil du drauf gehst oder eben du spielst eine Dreiviertelstunde an einer Runde, also vielleicht lang nicht, aber vielleicht eine halbe Stunde an einer Runde und bist danach fix und fertig und hast erst nicht gewonnen. Bist allerdings so angetriggert, dass du auf jeden Fall nochmal machen möchtest. Also es ist, wie gesagt, es ist noch nicht fertig, dieses Spiel, und es catcht, also mich hat es schon ziemlich gecatcht jetzt gerade. Sieht auch einfach voll geil aus, die Grafik und so, die ganzen Gebäude. Ja, das Gebäude sieht jetzt schon relativ cool aus. Es ist einfach ein herrlicher Survival-Shooter und wie gesagt, Last Man Standing und viel Spaß da dabei. Deckung suchen. Spielt das jemand von unseren Hörern? Dann ja, vielleicht spielt das jemand von unseren Hörern. Vielleicht dann mal sagen. Also die Kommentare. Das ist ja genau, ein Riesending. Also das ist ja so ein Hype, den habe ich ja so mitbekommen. Also gibt es ja irrsinnig viel. Auf der Gamescom wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja, auch YouTuber. Um mal die Brücke zu schlagen. Ja, auch YouTuber, die so Livestreams machen und so. Ja, Gamescom. Unsere Sendung ist jetzt schon sehr, sehr lang heute. Wer weiß, wer hier überhaupt noch zuhört. Vielleicht ganz kurz, also es gibt dann auch ein paar Videos, die ich gedreht habe mit meiner Tochter zusammen auf der Gamescom. Da sind so mal die wichtigsten Sachen, haben wir da beleuchtet. Viel mehr will ich da jetzt gar nicht dazu sagen. Also Gamescom war geil wieder. Und schöne Grüße an alle, die ich da so getroffen habe. So, der erste Tag war natürlich wieder sehr, sehr cool, also sehr locker leicht. Man konnte überall rankommen.
Wir haben so FIFA zum Beispiel getestet, Chris, das, was dich vielleicht interessieren könnte, ne? Also auf der Switch. Ja, aber da hat ja der VfB nicht reagiert. Ach so, ja. Tja, genau. Nee, ach, wir haben eigentlich ziemlich viel durchgetestet. Vielleicht mal die Videos angucken. Ich werde es mal mit verlinken. Wenn ihr da Fragen noch habt zu irgendwelchen Sachen, dann meldet euch einfach mal. Und ich kann es nur empfehlen. Ja, die sonstigen Themen. Wir haben ja hier zum Beispiel sowas hier. Rätselecke. Die Leute wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was vor der Sommerpause für ein Rätsel gestartet war. Hatten wir da überhaupt eins, Kate? Weißt du das noch? Ja, du hattest eins und ich hatte eins. Ja, okay. Ich hab das, was du gehabt hast, sofort erraten. Stimmt, stimmt. Das wurde erraten. Der Thomas hat es, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen irgendwie. Genau. Also mein Rätsel war ja, die Familienmitglieder werden nicht aufgegessen, sagt der Vater, um einen Massaker abzuwenden. Das war tatsächlich aus Stuart Little. Ja, und das sagt ganz er kurz zu der Katze. Ja, genau. Da möchte ich ganz, ganz kurz einhaken. wer sich an die Wichtigkeit von Kommasetzung erinnert. Weil es gibt ja, komm, wir essen, Komma, ja. Opa, oder da einfach mal das Komma weglassen. Komm, wir essen, Opa. Genau. Komm, wir essen, Opa. Oder komm, wir essen, Opa. Ja. Oder komm, Komma, wir essen, Komma. Egal. Ja, genau. Ja, Kate, weißt du deins noch? Der auswendig weiß ich es nicht mehr. Ich weiß noch, dass er es richtig aufgelöst hat. Das war auf jeden Fall Inside the Darkness mit Dennis Quaid. Hatte ja, Thomas ja auch, sehe ich gerade. Ja, hat auch richtig erraten. Hast du uns denn ein neues Rätsel mitgebracht jetzt? Na, wirklich. Zum Start der neuen Season hier. Ja, selbstverständlich. Achtung! Nach einem handfesten Krach mit ihrem Mann steht Jasmin plötzlich vollkommen allein in der Wüste, irgendwo am Highway nach Las Vegas. Sie quartiert sich in einem heruntergekommenen Motel ein, in dem chaotische Zustände herrschen. Das Kommando führt Brenda, eine ewig zeternde Dame, deren entnervter Mann gerade das Weite gesucht hat. Oh, sag mir nichts. Aber gut, gar nichts, gell? Ich muss es auch nicht rauskriegen. Das können die geschätzten Hörer machen. Und ich habe auch noch eins. Das habe ich sofort rausgekriegt. Meins. Mal sehen, ob es auch jemand rauskriegt. Die Überschrift lautet gefährliche Arbeit. Und der Text ist: Ein Angestellter schlägt sich die Faust so lange ins Gesicht, bis er sich selbst K.O. geboxt hat. Wer das nicht kennt, dem ist sowieso ein richtig cooler Film entgangen. Ich habe da eine Idee. Ja, ich glaube, das kennt man dann schon, denke ich mal. So, jetzt suche ich mal das hier. Briefkasten. Oh. Ja, mal schauen, was hier noch so reingekommen ist an Mails und Kommentaren. Die Steff hatte geschrieben, sie war diese Woche, ja, das war jetzt aber nicht aktuell, sondern es war in der Woche vom August, sie hat Limehouse Golem auch gesehen in der Sneak in Reutlingen und sie hat es aber in Deutsch gesehen, sodass sie sich nicht in dieses Nuschel-Britisch-Englisch reinfinden musste, was ihr, glaube ich, damals kritisiert hattet, wenn ich mich recht erinnere. Die Geschichte basiert zwar auf einem Roman, ist aber eindeutig an realen Ereignissen um Jack the Ripper angelehnt. Ach, da fällt mir noch ein, unser Sneak-Film, den hätte ich gerne in OV gehabt, weil ich glaube, die haben bestimmt einen coolen Dialekt gesprochen oder so. Im Trailer sieht das schon extrem cool aus, da diesen Hinterwäldler-Slang. Ja, zurück zur Steff. Im Prinzip ist es eine neue Interpretation der historischen Ereignisse. Da der Jack the Ripper-Fall nie aufgeklärt wurde, ist natürlich viel Spielraum für Interpretationen, für eigene Ideen. Der Film hat sie an ein Adventure-PC-Spiel erinnert, was sie extrem gefesselt hat damals, nämlich Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper. Auch wenn das stark an die historischen Ereignisse angelehnt ist, wird zum Schluss eine Aufklärung geliefert. Und so weiter und so fort. Was hat sie noch? Twist am Ende. Irgendwie bei der IMDb hat sie gelesen, dass die Hauptrolle sollte eigentlich Alan Rickman spielen, der aber leider zu früh verstorben ist. Aber Bill Nighy macht super. Und sie gibt 7,5 von 10. Der Supergoofy hat einen schönen Urlaub gewünscht. Danke, danke. Und der Thomas, der auch die beiden Rätsel erraten hat, der war noch im Kino, hat sich Bully Parade gegeben.
der Thomas wohnt ja, glaube ich, auch in der Nähe von München. Da gibt es ja auch das Bulliversum, glaube ich. Da bin ich auch schon mal gewesen. Ist auch sehr empfehlenswert, wer da so auf die Bulli-Sachen steht. Bulli-Parade, schreibt er, ist der Film ist eine Mischung aus neuen, aufgewärmten und ein bisschen New Media Zeitgeist. Einige Gags landen als Volltreffer im Ziel, einige verenden im Nichts. Viele zahllose Cameos sind auch vorhanden, wie etwa von Peter Maffay, Elias Mbarek, Til Schweiger etc. Die wenigsten erfüllen eine Präsenz, sie sind einfach nur da, da wäre mehr drin gewesen. Stammfans können sich anfreunden, der Rest wird sich schwer einfinden. Er gibt 2,2 von 5 Sternen, also umgerechnet 4 von 10 Punkten. Naja, das war's mit der Post. Ich habe jetzt gerade nicht so im Überblick, ob da irgendwelche Tweets noch irgendwie uns erreicht haben, weil da kamen ja noch viele andere Sachen. Aber wir können ja mal gucken, was so bei Amazon gekauft worden ist. Allerdings werde ich jetzt nur mal so die letzte Woche anschauen. Für die, die vielleicht den KinoCast zum ersten Mal hören, auf der KinoCast-Webseite gibt es diverse Amazon sogenannte Affiliate-Links. Das heißt, wenn ihr die klickt und dann was bestellt, dann bekommen wir eine kleine Provision und damit werden dann zum Beispiel die Serverkosten und andere laufende Kosten gedeckt hier. Oh, das hat doch relativ viel. Hat jemand Asterix bestellt? Asterix bei den Briten eine Blu-ray und Asterix Operation Hinkelstein Blu-ray. Die Kunst zu gewinnen eine Blu-ray. Hier Moneyball hat mir auch mal in der Sneak. Was ist das? Eine Schaumstoffplatte RG35. Macht wahrscheinlich jemand so einen Schallschutz irgendwo. Der Elefantenmensch Blu-ray, auch ein ziemlich cooler Film. Kung Fu Hustle Blu-ray. Dann Erschütternde Wahrheit Blu-ray. Chris, hast du bestellt? Du fandst doch den Film gut? Nee. Habe ich schon lange, also okay. Ich freue mich zweimal. Oh, hier hat jemand sehr viele Blu-rays. Da gab es wohl eine Aktion bei Amazon, irgendwas. So 10 Blu-rays für 30 Euro oder so. Nämlich Nerf, den hatten wir auch in der Sneak. Kann mich erinnern, dass ich den gut fand. Die glorreichen 7 Blu-ray und eine Hülle für ein Huawei Mate 9. Ja, dann viel Spaß mit euren Artikeln. Das sind nur die von den letzten 7 Tagen. Ja, viel Spaß mit den Artikeln. Danke, dass ihr es über die Affiliate-Links bestellt habt. Und wenn ihr den KinoCast unterstützen wollt, und dann nutzt einfach die Affiliate-Links. Oder was auch sehr gut kommt, ist, wenn ihr bei iTunes mal eine Rezension schreibt. Unserem Podcast. Das wäre auch mal wieder angebracht, wenn das mal jemand machen würde. Über Kommentare freuen wir uns auch immer sehr. Das ist dann zwar keine finanzielle Unterstützung, aber eine mentale Unterstützung, dass ihr hier die Sache gut findet. Wenn ihr was Nettes schreibt, natürlich. Wenn ihr was Schlechtes schreibt, dann ist es eher kontraproduktiv. Nee, aber schreibt einfach Kommentar. Jetzt sind wir ja aus der Sommerpause zurück. Könnt ja schreiben, wie euch das neue Sounddesign gefällt, was wir hier vom Daniel Wermke erstellt bekommen haben, den ich auch mit verlinke. Sehr freundlich gewesen. Und ansonsten, wenn ihr nichts mehr habt, habt ihr noch irgendwas? Gibt es noch was zu placken? Chris, deine Sendung geht weiter, ne? Deine Eishockey? Ja, natürlich geht es weiter, weil nächste Woche startet ja die Deutsche Eishockey-Liga. Das heißt, nicht nur die Deutsche Eishockey-Liga startet, auch die erste Bank-Eishockey-Liga in Österreich startet und dazu wird es in der kommenden Woche 2 größere Specials geben von Pausentee, die eben die Saisonvorbereitung machen. Wir machen wieder unser, wie tippen wir die Tabelle am Ende der Saison und gucken, wie es dann rausläuft. Das hat also ja immer gut geklappt, ne, wenn ich mich da so erinnere. Das war ganz hervorragend, ja, wir lagen Gott, aber bei manchen Sachen waren wir richtig gut dabei. Wie gesagt, letzte Woche diese Woche gab es auch schon eine Folge. Eishockey läuft wieder, die Champions Hockey League läuft auch, sehr erfolgreich auch aus deutscher Sicht. Also München und Mannheim machen da gerade richtig Furore. Deswegen, wir freuen uns alle sehr auf die neue Eishockey-Saison. Wird auch Zeit, dass es wieder losgeht. Weil ich meine, kurz gucken wir mal raus. Also der Sommer ist, glaube ich, jetzt definitiv vorbei. Ab in die Eishalle. Genau. Ja, das ist ja angenehm kühl dann da drin, wenn es zu warm wird, wenn der Altweibersommer kommt. Ne? Also pausentee.net ist auch bei jeder Folge mit verlinkt im Blogbeitrag. Schaut da mal vorbei, hört da mal rein. Und wenn ihr in Kontakt mit uns treten wollt, nutzt am besten die Kommentarfunktion. Ich habe gesehen, es hat jemand über Facebook letztens kommentiert, fällt mir gerade ein. Das ist so selten, dass ich das irgendwie völlig gar nicht richtig so. Und zwar, ach genau, der Jachim heißt der, nicht Joachim, Jachim. Der hatte am 14. Juni kommentiert, das muss ich doch mal aufgreifen, Die Reise ins Ich ist ein Remake von Fantastische Reise, weil da hatten wir damals drüber gesprochen gehabt.
Und er hat eine Podcast-Empfehlung, Kack- und Sachgeschichten. Aber irgendwie erinnere ich mich daran. Das hat irgendwie noch jemand anders empfohlen, glaube ich. Jo, E-Mail könnt ihr uns erreichen. Meine Wenigkeit eric@kinocast.net, die Kate unter kate@kinocast.net und den Chris unter, ihr habt es erraten, chris@kinocast.net. Oh mein Gott. Kommt da eigentlich manchmal was an? Hier, kriegt ihr da... Nö. Also, schreibt mal, fragt, was ihr wissen wollt. Entschuldigung. So. Ansonsten Twitter, der Kinocast-Account ist @Kinocast, wer hätte es erraten? Auf Facebook heißen wir, wie könnte man da heißen? Kinocast vielleicht. Ja, und ansonsten findet ihr uns schon irgendwie, den YouTube-Link, den werde ich mal mit in die Shownotes reinnehmen, da könnt ihr mal die Sachen von der Gamescom gucken. Vielen Dank, dass ihr fast 2 Stunden durchgehalten habt hier mit dem quasi Return-Podcast von der Sommerpause. Wir hatten einige Sachen mehr zu bearbeiten. Ich hoffe, ihr freut euch, liebe Hörer, dass wir zurück sind. Ich habe mich sehr gefreut hier wieder mit Kate und Chris. Und morgen gehen wir in die Sneak, mal gucken, was uns da erwartet. Und dann geht es eigentlich regulär weiter. Vielen Dank, Kate. Vielen Dank, Chris. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Ja? Ah, ich habe einen riesen Fehler gemacht nebenher. Oh je. Ich habe, als wir vorher noch ein Gedicht, bin ich auf eine Webseite gekommen mit Gedichten von Heinz Erhardt. Oh Gott. Ich könnte mich, also ganz ehrlich. Deswegen musstest du so lachen. Nee, das hat noch was anderes zu tun, weil die Nürnberger, die Ice Tigers aus Nürnberg, haben einen Tweet abgesetzt. Die haben geschrieben, Reimer schwanzt sie alle, Pfleger legt ab auf Gilbert und der haut aus dem Handgelenk das Ding in den Winkel. Hä? Was bitte ist denn jemanden schwanzen? Und ich so, er schwanzt sie alle und ich so, bitte, was ist das? Und dann schreibt mein Kumpel, der Nils, der schreibt dann, was ist das für eine Sprache? Schwanzösisch?